Wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr schon wieder alle so zahlreich erschienen seid. Hallo Laurings, hallo Kotelett. Oh Katze, du bist ja auch da. Miau, hallo. Und Shinny natürlich auch mit seinem lecker Bier. Ich habe mir heute auch schon ein bisschen Bier hingestellt und Katze Ich hat sich auch auch. den guten Stuff hingestellt. Den guten Maibock. Was ist denn Maibowle, habe ich hier vorhin so gelesen. Ist das irgendwie eine spezielle Bowle? Ja, mit Maikraut, also beziehungsweise Waldmeister ist das doch. Oh, Waldmeister-Bowle klingt geil. Gibt's auch fertig Können wir in das Flaschen. echt bei uns irgendwie nicht? Auch bestimmt auch. Ist Katze schon im Discord? Ja, wieso? Katzen ist Katze ist ziemlich ziemlich leise. leise, wie immer. Überraschung. Sie hat halt ein sanftes Stimmchen. Leute, ich bin bei mir sogar mal im orangenen Bereich. Das schaffe ich sonst auch nie. Wahrscheinlich, weil das Zimmer hier noch so hallt. So, warte, ich habe dich jetzt nochmal im Discord voll aufgerissen und Desktop Audio ist bei mir auch nochmal voll aufgerobt. Jetzt besser? Also laut Kotlet ja. Ich glaube, er hat das geschrieben, während ich noch gar nichts gesagt habe. Ich fand da das Er ganz kann einfach angenehm. hell sehen. Kotlet ist einfach Hellseher. Oh. Jetzt besser. Sehr schön, sehr schön. Brustblinker? Sind wir jetzt wieder beim Werner-Zitaten? Sieht so aus. Also, Waldmeister-Bowle stelle ich mir geil vor. Das gibt es irgendwie bei uns auch nicht. Das ist genauso wie die fancyen Bowls. Also, das ist bei uns auch noch nicht angekommen. So, der Osten der Republik, der ist noch ein bisschen zurückgeblieben. Aber mir wurde die Maibowle ja aus dem Osten der Republik mitgebracht. Also muss es sie bei euch geben. Laudings sagt was. Bitte was? Die habe ich von Laudings. Okay, Laudings, ich brauche Infos. Wo gibt's den Stuff? Oder er hat sie hier Also so den gekauft. typischen Waldmeister-Likör kenne ich. Aber Bowle ist mir neu. Du hast irgendwas gesagt und warst 10-mal so laut. 10-mal lauter als Katze oder 10-mal lauter als was meinst du jetzt, Kotlet? Da war ich 10-mal lauter. Niemand weiß es. Oh, Katzen, das geht wieder zurück an dich. Rewe hat die, allerdings hat er die aus einem Rewe aus dem Ruhrpott. Ah, na gut. Na gut. Ich habe nichts gesagt. Magdeburger Raum gibt's eine Kälterin, die nice Bowle macht. Nom nom nom. Bowle ist auch so richtig geiler Stuff. Vor allem, wenn du die selber ansetzt. Also meine Ja. Eltern haben das immer mal gemacht. So dieses Dosenobst rein. Genau, oder dieses Tiefgefrorene, das ist auch richtig Oder nice. das ja, vor allem so mit Beeren und so Ah, und richtig diese geil. tiefgefrorenen Kirschen. Oh, die sind nice, ja. Und dann einfach sämtlichen Schnaps da reingekippt und wenn du die Früchte isst, bist du einfach komplett breit danach. Ja, aber das ist doch angenehm. Breit sein ist angenehm, findest du? Ja, ich glaube schon. Das kommt immer aufs Niveau an. Also sobald der Kipppoint erreicht ist, wird es dann nicht mehr angenehm. Das stimmt. Also sobald du anfängst, irgendwie deinem Nachbarmann an der Nase rumzulecken oder sowas, wird es dann unangenehm. Ja, ungern. Sie ist auf einmal 10-mal lauter geworden und zwar auf eine gute Lautstärke. Das ist schön, das ist gut so. Ich habe auch alles rausgekitzelt, was jetzt noch geht. Also noch lauter kann ich sie nicht meinen. Ich habe das Gefühl, mein Raum hat neue Akustik. Irgendwie geht der Ausschlag besser. Nice. Da muss ich jetzt nur noch alles mit Eierpappen aushängen und dann hast du perfektes Tonstudio einfach. Richtig. Erstmal Schnaps da rein. DDR-Rezepte, be like. Kotelett, das ist einfach komplett wahr. Das ist, also, es ist einfach so. Ich hatte mal eine Ex und war mit ihr bei ihrer Mom essen und die hat als Nachtisch so eine Quarkspeise gemacht mit Blaubeeren drin. Und die Blaubeeren waren einfach wochenlang vorher in Schnaps eingelegt. Boah. Das haben wir aber erst gemerkt, wo wir das Zeug gegessen haben. Das hat so krass nach Alkohol geschmeckt. Ich habe gedacht, ach du Scheiße, ich muss nachher fahren. Also das war richtig übel. Der hatte ordentliche Umdrehung. Laudings, ich Und das ist. fürchte. Hä? Ach, sorry, ich dachte, du wärst fertig. Nee, red ruhig. Laudings, ich fürchte, ich habe nicht nur einen Nachbar, der so aussieht, ich habe schon mehrere entdeckt. Ach du hast eine Drachenlord-WG jetzt? Drachenlord-Hausgemeinschaft. Okay, erzähl mir mehr. Das möchte ich jetzt wissen. Ich weiß selbst nicht mehr. Ach so, schade. Ich kenne nur die Optik. Wir hatten noch nichts, das musste man mit Schnaps strecken. Echt so.
Also wenn mir meine Eltern so erzählt haben, mein Dad, der hat im Tagebau gearbeitet und da gab es jede Woche 2 Flaschen Grubenfusel. Und dann hast du halt alles mit Alkohol gemacht. Im Winter gab es halt keine Heizung, hast du dich halt mit Schnaps warm gehalten, ne? Grubenfusel. Ja, Grubenfusel, das war so ein Schnaps, den haben die Leute, die in der Kohle oder generell im Bergbau gearbeitet haben, halt flaschenweise gratis gekriegt. Das war Geil. so ein ganz billiger Korn. Nice. Bei meinen Eltern gab es auch immer Eis-Eierlikör, auch ungefragt. Da sehe ich aber das Problem nicht. Eierlikör auf Eis ist geil. Oh, mit so Schokoraspeln drüber. Oh ja, beste. Oh, wir haben auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt gibt es einen Stand, der macht richtig geilen Eierpunsch. Und zwar schmeckt der einfach wie Vanillepudding mit Schuss. Klingt verdammt geil. Der ist so Ich habe geil. tatsächlich noch nie Eierpunsch getrunken. Also ich mag auch nur den, alle anderen finde ich eklig. Ich sehe auch von der Konsistenz so puddingmäßig dann. Ja, gut, Eierlikör ist ja selber auch so ein bisschen dicker, ne? Ja, Es kommt immer drauf an. irgendwas so zwischen Pudding und Eierlikör. Okay, also ich weiß ja sowieso, dass ich irgendwann mal zu euch kommen muss, aber Ja. dann müssen wir den mal trinken. Das klingt echt geil. Also Dezember. Okay, also Dezember Fantreffen bei Katzen zu Hause. Oh, nice. Eierlikör ist zum Brechen. Finde ich nicht. Ich finde Eierlikör geil. Aber ich kann auch Also. nicht viel davon trinken, muss ich sagen, sonst, naja. Ja gut, das ist halt nichts, um sich zu besaufen, das ist was, um den Schokobecher voll zu machen und ihn danach zu essen. Ja, okay. Der gute alte Waffelbecher. Ich habe teilweise bei meinen Eltern einfach nur die Waffel besser gefressen, ohne Eierlikör drin. Okay. So geil, dass Magnum inzwischen vegane Sorten anbietet. Habe ich im Kühlregal schon gesehen, aber noch nicht probiert. Taugen die was, Loadings? Das klingt nach einem Was auch. Deal, allerdings. Was auch gut ist, Grubenfeuer. Wenn du im Erzgebirge beliebt sein willst, bring den mit. Grubenfeuer sagt mir vom Namen her was, kann ich aber gerade nicht einordnen. Kotelett, also komm, als ob. Als ob. Du hast schon so viele Verwürfnisse hier mitgemacht und jetzt auf einmal bei Eierlikör hört's auf. Ich finde, die taugen was, das ist gut. So, wo finde ich jetzt veganes Magnum-Eis? Ich glaube auch im Rewe. Alles steht und fällt mit Rewe. Unser Rewe ist tatsächlich ziemlich schlecht aufgestellt, was gerade so gefrorene Sachen aufgeht. Also die haben wirklich nur eine ganz kleine Kühlabteilung. Und eistechnisch sind die auch nicht gut aufgestellt. Das ist sad. Und bei Tiefkühlpizzas auch nicht. Also den geilen Stuff haben sie gar nicht. Was haben die denn dann? Das ist doch das einzig Geile, warum man zu Rewe geht und den doppelten Preis bezahlt. Die haben sonst alles. Okay. Hallo Isara, schönen Abend. Hoffe, dir geht's Hallo. gut. Chris, hallo, schön, dass du da bist. Und du magst auch kein Eierlikör, das ist sehr schade. Der nächste Penny von mir aus ist bei Tesla. Oh, das ist eine gute Strecke. Was wollte ich gerade noch zum Rewe sagen? Ja, der hat so geilen Asia-Stuff, den ich sonst nirgendwo kriege. Oh Also ja, sowas ist geil. sowas wie Udon-Nudeln oder Ramen oder Ehrlich jetzt, da gibt es Udon so zu kaufen. Wie Und zwar nicht krass. diese trockenen, sondern so wie du sie beim Asialaden kriegst, so diese fertig gekochten Eingespeisten, Oh, die du einfach quasi nur noch in die nice. Suppe hauen musst. Oh, ich würde mich nur noch davon ernähren. So ging es mir 3 Monate lang und dann konnte ich sie erstmal nicht mehr sehen. Glaube ich. Ich habe wirklich das, also pro Woche bestimmt 3 oder 4 Mal Udon gemacht. Ja, fühle ich. Und von HelloFresh war da so mein Lieblingsrezept bei. Das war so eine Kokos-Curry-Suppe. Und da Udon rein und ein bisschen Pak Choi. Und dann so ein bisschen Tofu und Erdnuss im Backofen Oh. angeröstet und das als Crumble oben drüber. Oh Ich hab mich ja. doof gefressen. Das ist so geil, das Zeug. Das klingt gut. In Bayern gibt's keinen Penny. Echt nicht? Das stimmt, Kurisu ist seit 9 Minuten da. Oh, cool. Sorry, dann habe ich dich überlesen. Das tut mir leid, Chris. Da habe ich dich echt überlesen. Frechheit. Tja, so bin ich. Seit Frech wie sonst genau was. 9 Minuten. Ach, hast du mitgezählt? Nein, Kotelett hat das geschrieben. Ah. Seit exakt 9 Minuten auf die Sekunde genau einfach.
Der Rewe in Dortmund hat Nette. Dortmund Nette? Ist Nette ein Ortsteil? Möglich. Hat oh, vegane Antipasti. Boah, das klingt geil. Laudings, bist du Veganer? Yes. Oh, cool, sympathisch. Ich sag schon die ganze Zeit, ich muss euch beide verkuppeln. Also, aus Leipzig und auch noch Veganer, ey, das ist ja richtig sympathisch. Wenn ich in den Herbstferien wegen Beruf in Leipzig bin, dann verkuppel ich euch, ob ihr es wollt oder nicht. Okay. Also ich bin schon mal dafür. Wunderbar. Die nächsten sind bei Tessa in Plauen in Nürnberg. Bald wieder grüne Okay. Haare, so. Ach, Laudings hatte schon mal grüne Haare? Ja, Ja. nice. Und du nimmst die Quenny mit? Wer ist denn die Quenny? Natürlich mache ich das. Allerdings, ich habe dir gesagt, wenn du nicht schnell genug bist, heirate ich die. Also mach mal hin. Wer ist denn die Gwenny? Das ist die Süße vom Laudings. Ach so, ja, dann heirate doch endlich, Claudings. Was soll Ja, denn das? was soll denn das Lauding? So, dann müssen wir nur noch Katze unter den Hut bringen und mich irgendwie und dann sind wir alle glücklich und zufrieden und können ein großes Thema WG aufmachen. Das wäre Und geil, dann. einfach so ein Haus kaufen. Wir hatten das doch vor dem Stream gerade. Wir wollen einfach Tropical Island kaufen. Also, wenn ihr da mitmachen wollt, wir legen einfach alle zusammen und kaufen Tropical Islands und dann darf da außer uns keiner mehr rein. Und dann leben wir da. Genau. Mit 100 Katzen, wenigstens. Mindestens. Abgezählt. Wir haben auch alle nur Nummern dann. Genau. Die haben dann einfach keinen Namen mehr. Das ist dann 12 und da hinten ist 48 und 32 und 15. Die kloppen sich gerade. Viel Spaß euch dabei dann, Chris. Was heißt denn jetzt viel Spaß euch? Du bist natürlich Okay. dabei. Kuriso ist Was soll scheinbar denn nicht das jetzt? dabei. Nee, der ist einfach dabei. Der wird entführt und dann wohnt er da einfach mit. Dann darf halt keiner mehr raus und auch keiner mehr rein. Genau. Dann bin ich raus. Warum ist Kotler denn auch raus? Was ist denn mit Was ist euch? mit euch kaputt ohne Scheiß? Ey, ihr könnt einfach da wohnen, wo Leute Urlaub machen. Was ist das denn? Das ist doch mega. Und ihr könnt die ganze Zeit rutschen. Ey, das ist echt ein guter Selling Point. Einfach den ganzen Tag rutschen. Wobei ich ja diese Rutschen nicht mag, die in so Röhren sind. Ich finde die gruselig. Sind das nicht so die einzigen Wasserrutschen? Nein, Also, es gibt auch welche, ist, die oben offen sind. da kenne ich echt nicht viele. Also in den Spaßbädern sonst sind die eigentlich immer so rührig. Zu rührig. Rührig. Katzen kann mich ganz einfach entführen. Ja, perfekt. Dann Ja, übernimmst du wunderbar. das Katzen, nimmst ihn einfach unter den Arm und dann geht's los. Ich mag nur eine Katze und das ist die im Voice. No. Welche Katze ist hier im Voice? Moment. Ja, das ist natürlich schade, dass er dich nicht mag, ne? Ja. Too bad. Ich habe einmal in einem, ich weiß gar nicht mehr, in welchen Therme das war, die hatten so eine mega geile Rutsche. Die war komplett abgedunkelt und da hattest du so Lasershows drin und Innen drin. beleuchtete Wa und so beleuchtete Wasserstrahlen und so weiter und kleine Wasserfälle, wo du dann durchgerutscht bist. Das war ohne Scheiß die geilste Rutsche, die ich je mitgenommen habe. Die war Oh. total trippy. Ich wollte gerade sagen, wenn du das mal auf einem Trip machst. Ich glaube, da musst du nicht mal auf dem Trip sein. Da musst du einfach nur ein paar reinsaufen und dann. Dann kriegst du direkt einen Trip. Da war auch zwischendrin so ein Spiegel. Also so eine optische Täuschung war das. Du hast gedacht, du rutschst nach oben und du rutschst aber eigentlich genau steil runter. Also das war auch so ein bisschen, okay, what the hell, was ist hier los? Scary. Ich finde das mega. Katze und Mäuse sind natürlich die beste, die anderen Katzen sind auch toll. Lauting sympathisch. Katze ist einfach die Oberkatze und alle anderen folgen ihr. Genau, ich bin die Katzenkönigin. Genau. Das ist eine sehr viel nettere Art, als Crazy Cat Lady zu sagen. Ja gut, das bist du ja nicht. Du hast ja keine daheim, oder? Korrekt. Aber jetzt wird's langsam Zeit, ne? Sieht so Die aus. biologische Uhr tickt auch, also du willst ja nicht mit deiner Katze zusammen begraben werden.
Biologische Uhr tickt auch. Ah. Ja. Googelt Tierheim Dortmund. Katzen. Ich möchte Katzen adoptieren, alle bitte. Ich glaube, ich bin heute am Tierheim sogar vorbeigelaufen. Aber ich war mir nicht ganz sicher. Es war auch noch 7:10 morgens. Da war ich noch nicht so aufnahmefähig. So, Tierheime sind von außen auch total unscheinbar, ne? Ja. Kotelett kauft einfach den Heidepark und macht das gleiche mit Hunden. Aber im Heidepark hast du dann immer Olli Schulz an der Backe, ne? Ist ja schon klar, Kotelett. Zum einen das und zum anderen gibt es da keine tropischen Temperaturen und keine Pflanzen. Gut, Ist ja ich will auch keine langweilig. tropischen Temperaturen, aber ich hätte gern ein Wellenbad. Das wäre toll. Dann machen wir für dich einfach so eine abgeteilte Ecke, die noch ein bisschen weniger ist und ich wohne dann einfach im Dschungel. Mit so einem Lendenschurz und dann kriegst du so eine Machete und kannst dich durch den Dschungel schlagen. Ach, Lendenschurz, ich gehe gleich nackt durch. Wie war das Kommt doch noch? außer mir sowieso keiner rein. Wie war noch eben die Weisheit von dir? Unter unserer Kleidung sind wir alle nackt. Genau. Wir haben vornehmlich schon wieder tolle Philosophien aufgestellt. Es wäre, also Katze meinte, es wäre einfach besser, wenn alle Leute einfach einen Pelz und Pfoten hätten. Da habe ich eingeworfen, im Sommer ist das eher unpraktisch, also so haben wir den Kompromiss gemacht, im Sommer sind wir dann einfach alle nackt, aber mit Klamotten. Genau. Nackt, aber mit Klamotten. Möchte mal auf diese Katzeninsel, die zu Japan gehört. Oh ja, nach Aoshima will ich auch unbedingt mal. Die sieht auf YouTube so mega toll aus. Ich hatte letztens bei Ghostwire auch erzählt, es gibt da sogar noch ein anderes Äquivalent zu. Da gibt es eine Insel. Da wurden Kaninchen, die gehörten zu so einem Versuchslabor, die wurden dort einfach ausgesetzt, wo das Labor zugemacht wurde. Und die konnten sich dort halt wild vermehren, weil die keine natürlichen Feinde dort haben. Und dann ist jetzt einfach die ganze Insel voller Kaninchen. Und das ist voll geil. Krass. Ich kenne nur diesen magischen Otterbaum, wo sich die Otter immer dran wälzen. Es gibt einen magischen Otterbaum, an dem sich Otter wälzen. Davon Der wusste ich noch nichts. Das taucht klingt hin und wieder in cool. meiner Twitter-Timeline auf. Okay. Können wir unsere Timelines gerne zusammenlegen? Ich habe da irgendwie noch nichts gesehen von. Ich werde es das nächste Mal teilen. Ja, tschüss, Kotelett, dann geh doch. Er hat es gerade noch angekündigt. Hallo, Chatlock, schön, dass du da bist. Ich habe dich gerade nicht gehört. Der Sound Alert war mal im Headset zu laut. Ich wollte sagen, Kotlet hat gerade noch angekündigt, dass er geht, wenn ich dabei bin. Und jetzt sagt er, er geht wirklich. Na toll. Toll, Och Kotlet. Mann. Blech. Ich muss mir immer noch das Big Blech Energy kaufen. Oh, das muss ich auch noch. Und ich überlege noch, ob ich es als normales Shirt auch so für die Arbeit kaufe oder doch lieber als Schlafshirt. Also ich würde es als Shirt tragen. Wenn du es nur beim Schlafen hast, da hast du ja kaum was davon. Außer du schläfst ganz viel dann. Wahrscheinlich tue ich das einfach. Eiskalt. Immer schlaf. Ich habe das Shirt jetzt geholt, sorry, jetzt muss ich auch schlafen, dass es lohnt, ne? Genau. Das ist ein Schlafshirt, sorry. Muss ich schlafen gehen. Allerdings hat schon voll den Pelz auf der Brust. Too much info. Uah. Und Kotlet, falls du das noch hörst, dir noch einen schönen Abend. Und ja, viel Spaß beim Pen and Paper. Na gut, viel Spaß. Aber widerwillig. Ja. Chatlock hat da ein cooles Emote. Der Pfote. Das kommt mir sogar bekannt vor. Muss ich doch gleich mal gucken. Ah, ich wusste es, ich wusste es. Das ist von der Sari. Die Sarivia, die hat nämlich so ein Pfoten-Emoji. Geil. Also, die hat generell echt coole Emojis. Beziehungsweise, die ist auch echt eine echt coole Streamerin. Die macht so, wie hieß es gleich, VTubing, also so mit virtuellem Charakter. Ah, okay. Ich bin Von der nicht mehr Rolle, up die to date, Baby. was die coolen Kids heute machen. Nicht. Bist du schon so von der Jugendkultur weg? Ich glaube ja. Oh, da müssen wir dir mal ein bisschen Nachhilfe geben. Weil die coolen Sachen, die werden hier einfach definiert, musst du wissen. Mein Problem heute Abend ist übrigens, dass ich todmüde bin, weil ich seit Tagen nur am Sachen schleppen und aufbauen und putzen bin und dass ich so lange jetzt auch kein Dead Space mehr gespielt habe, dass ich nicht mehr weiß, wie es geht. Und dann sind wir jetzt vor dieser Stelle, ey. Das haben ja vorhin schon festgestellt, dass das eine unglaubliche Scheiße ist. Und Also das kann. wahrscheinlich ist halt wirklich das Allerletzte, was wir machen müssen, ne? Und dann kommt natürlich der große Oberboss-Ficker, klar, aber.
Oh. Also ist jetzt quasi noch 10 Minuten Content und wir strecken das mit Unfähigkeit einfach auf 3 Stunden. Das klingt eigentlich Wahrscheinlich. Also okay. so wie immer. So wie in jedem Dead Space Stream bisher. Genau. Ihr wisst doch, warum Ich ihr einschaltet. habe beim Schneiden mal geguckt, wie lange wir für diese Mauer gebraucht haben. Gott. Eine fucking halbe Stunde. Für so 10 Sekunden Ingame-Content. Ja, eben. Du kraxelst da in 20 Sekunden fix hoch und fertig. Und wir brauchen da einfach eine halbe Stunde für. Oh Mann. Warum schickt Shinsan so ein Kotz-Emoji? Was Keine ist da Ahnung. los? Sei nicht Vielleicht so mag er uns salzig. nicht mehr. Sei nicht so salzig. Warum ist er denn salzig? Das weiß ich nicht. Von Rote DBD mache ich mir jetzt noch eine Portion Samyang-Bolterkramen. Okay. Was ist das? Habe ich noch nie gehört. Also, dass es Ramen sind, dachte ich mir schon, aber ist es irgendwie eine besondere Marke oder so? Kennst du das, Katze? Nein. Gut, dann sind wir schon mal zwei. Immerhin. Willkommen im Club der Ahnungslosen. Was hast du denn gegen YouTuber, Genie? Die können auch voll sympathisch sein. Ich wäre auch fast einer geworden. Mag es euch dabei zusehen. Chris, du bist so ein bisschen, Masochistisch. kann man es sadistisch nennen? Ist das nicht masochistisch? Oder ist Es das kommt schon drauf da? an. Also entweder sieht er Leute gerne leiden, Tut es ihm auch weh? oder tut es ihm auch. Vielleicht ist ja auch beides. Er findet es gut, dass wir leiden und findet es auch gut, selber zu leiden dabei, dass er sieht, wie wir uns anstellen oder so. Laudings ist eh der Soßenteufel. Weißt du noch diese super scharfen, die wir dir an Silvester mitgebracht hatten? Boah. Also ich probiere das ja eh alles nicht, weil ich wahrscheinlich schon bei den Soßen, die noch verträglich sein sollen, umkippen würde. Aber ich kann mit Schärfe auch gar nicht klar. Nee. Mm. Also so ein bisschen Chili ist okay, aber Ich finde Ingwer und Meerrettich gehen voll klar, aber alles andere ist schwierig. Meerrettich ist okay. Dings hier, Wasabi ist auch Ah. zu gewissen Punkten okay. Ja. Schärfe, weißt du. Was ist denn mit euch? Der Dortmunder Hauptbahnhof hat immer so fertig abgepackte Sushi-Dinger. Und das Wasabi, das da drin ist, das ist der Wahnsinn. Normalerweise sind solche fertigen Sachen ja nie so scharf. Aber du nimmst davon eine Messerspitze und ich schwöre dir, dein Gehirn schmilzt einfach davon. Und es tut so weh. Oha. Ich kann das echt immer gar nicht nehmen. Ich hatte mir mal so ein Fertig-Sushi beim Rewe geholt und den Wasabi konntest du so essen. Der war null scharf. Ja, das würde ich auch irgendwie erwarten, ne? Aber das ist immer die Hölle. Shinny schreibt mir gern 100-seitiges Essay. Okay, schickst du es per Post oder per E-Mail? Brieftaube. Oh ja, Classic. Ja, Oh, das macht ihr Leben höhenfrei, das stimmt. hast du das Bild von mir bei Twitter heute gesehen? Diese Fotobomb von der Taube? Ich war gar nicht auf Twitter heute. Warte, ich guck direkt. Ich hatte ein Foto von meinen Pflanzen machen wollen und da kam so eine Taube, also so eine richtig fette Ringeltaube, einfach voll ins Bild geflogen. Und ich dachte mir, hä? Warum machst du das? Auf welchem von Aber, deiner Accounts? mein privater. Okay. Ich gucke. Aber ist eine schöne Pose, also sieht so ein bisschen aus wie der Reichsadler. Ah, geil. Ja, voll gut. Boah, sind das. Hast du die alle gekauft auf dem Markt jetzt, oder was? Nee, das ist die komplett, also so 2 Drittel der Sammlung, der Rest ist noch hier oben. Boah, cool. Boah, der Buddha. Ja, ist cool, ne? Den habe ich von meiner Schwester. Nice. Die wollte den wegschmeißen einfach. Was? Das Ja, bringt habe ich auch bestimmt so. lebenslanges Pech, wenn du so einen Bruder einfach wegschmeißt. Vielleicht, also ich habe aber auch kein lebenslanges Glück gekriegt, weil ich ihn gerettet habe. Das weißt du noch nicht? Too dead. Also bis jetzt zumindest nicht. Genau, Genie, die gute alte Brieftaube. Send a Raven. Da muss aber auch wirklich eine sportliche Brieftaube sein, wenn dann so ein riesiges 100-Seiten-Bamphlet unten dran hängt. Das stimmt. Oder du schreibst einfach so klein, dass du es auf eine kleine Schriftrolle kriegst und die kriegt sie dann unten ans Beinchen. Und aber da musst du noch eine Lupe mitschicken, damit Kenny das lesen kann. Ja, die hat ja 2 Beinchen. Okay. Muss ja auch ein bisschen Gewicht verteilen, Ja, damit es nicht sonst asymmetrisch fliegt sie im wird. Kreis. Das ist natürlich auch Genau. Muss aber auch eine leichte Lupe sein. Die darf dann nicht schwerer sein als die Schriftrolle, ansonsten fliegt sie wirklich im Kreis. Sie kriegt einfach so ein Monokel, was wir ihr vorher aufziehen, und dann kannst du ihr das einfach abziehen.
Das geht gerade so ein bisschen in die Richtung wie bei den Rittern der Kokos, nur mit den europäischen Schwalben und dem Nachbrenner. Stimmt. Boah, das habe ich ewig nicht mehr gesehen. Mit einem Nylonfaden und einem Nachbrenner können sie es schaffen, aber das wird alles in 200 Jahren erst erfunden. Oh, Monty Python ist so geil. Ich liebe die so. Das ist so geil. Auch das Leben des Brian einfach Ja, besser. natürlich. Aber die verteilen da Otternasen, das finde ich nicht gut. Ja gut, so war das bei den Römern, ne? Ja, wer kennt sie nicht? Von Die diesen ganzen martialischen Otter, Sachen sind wir ja wieder weg. die vielen Otter in Italien damals. Die armen Otter, die waren kurz vor der Ausrottung durch die Otternasenindustrie. So sad. Big Oof. Und Ozelottenmilch, genau. Wie milkt man ein Ozelot? Das stelle ich mir sehr schmerzhaft vor. Ich will es nicht wissen. Ich kann auch mal so einen kleinen Blach reinhauen. So, ich habe nämlich so viel Kanalpunkte. Was mache ich denn damit? Also du könntest, wenn du 50.000 zusammen hast, kannst du dir ein Spiel wünschen. Okay, ganz so viel habe ich noch nicht. Wenn es 10.000 sind, kannst du mir einfach für 10 Minuten die 5 Minuten die Kusche verbieten. Das mit dem Fluchen hat ja schon super geklappt letztes Mal. Hast du das eingelöst? Nein. Also ich weiß, irgendjemand hat es eingelöst War das nicht und dann durften Kuriso wir oder beide nicht so? fluchen. Könnte sein, ja. Der Christian macht das ganz gerne. Oder war das Tombo sogar? Ich glaube, Kuriso oder Tombo war das. Ihr Schweine! Ey, wo ich gerade den Sound so reinkriege. Ich habe vorgestern wirklich gedacht, ich lebe in der Matrix. Oh. Also, ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt. Ich habe ja einen zweiten Namen, weil damals das Einwohnermeldeamt gesagt hat, der Name ist Androgyn. Und ja, man weiß ja dann nicht, ob du ein Männchen bist oder nicht. Und ja, ich habe mir wirklich 26 Jahre lang gedacht, am Arsch gibt es irgendwelche Frauen, die Kenny heißen. Oh, und dann kam sie. Genau, weißt, es kommt noch besser. Bin durch TikTok gescrollt nachts um 3. War eh schon ein bisschen matschig im Kopf. Und da ist auf einmal eine deutsche Streamerin, ungefähr meine Größenordnung. Und die heißt einfach Kenny. Vielleicht seid Und ihr ich dachte, füreinander bestimmt. glaube ich nicht, die ist verheiratet. Das muss nicht Ich wusste, dass das kommt. heißen. Das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Sie hat Kinder. Da bin ich auch raus. Ah, verdammt. Na gut. Ja, jedenfalls habe ich drunter geschrieben, ey, ohne Scheiß, du heißt ja nicht wirklich Kenny. Ja, doch, und ist genauso geschrieben wie du. Und da war ich mal bei ihrem Chat, ja, auch noch sehr sympathisch gewesen. Sowas. Also die hat auch voll einen durch, das ist richtig gut. Das ist sehr gut. Vielleicht liegt das am Namen. Böse Katzen, warum das denn? Weil ich dich zum Ehebruch animieren wollte. Siehst du, Kuriso dachte das auch. Sehr gut, Kuriso. Unter Katzen macht man das so. Ja, ganz normal. Genau. Aber da habe ich echt gedacht, okay, jetzt bist du wirklich in der Matrix angekommen, das ist nicht mehr normal. Das glaube ich dir. Das ist halt auch so, also ich kenne viele Kerle, die Kenny heißen, aber das ist die erste Frau. Das Du ist auch bist. so unglaublich ungewöhnlicher Frauenname. Du bist tatsächlich der erste Mensch, den ich kenne, der Kenny heißt. Ja gut, es gibt nicht viele von uns, aber ich kann dir Brief und Siegel für geben, dass alle Kennys, die ich kenne, auch einen Dachschaden haben. Ich kenne tatsächlich einen Lenny und ich dachte immer, das ist halt sein Kosename für Lennart oder so. Aber in seinem Pass steht auch Lenny. Das finde ich krass. Na gut, Lenny Kilmister gibt's ja auch, ne? Ach Ja. nee, nee, der hieß Lemmy, oder? Was Ja, Lenny? Lemmy. Mist. Okay, ich nehme das zurück. Peinlich. In Metal-Geschichte nicht aufgepasst. Hast du Spiel angemacht? Ich habe nur mal kurz wieder Escape und wieder Escape gedrückt, damit der Rechner nicht runterfährt. Verstehe. Ich bin auch extra dieses Mal schon reingetappt, damit dann mein Spiel nicht abstürzt. Ey, wir sind heute vorbereitet. Das ist ja un. Ja, Ich geil. glaube, ich bin wirklich langsam in der Matrix Ja, angelangt. und dann sind wir jetzt fast fertig mit dem Spiel. Und dann sind wir Und jetzt. vorbereitet. Jetzt rocken wir das in 20 Minuten durch. Was macht man Ja, dann? oh, schlafen. On Stream dann. Ja, Community-Schläfchen. Genau. Lassen wir einfach beide die Cam an und legen uns eine Runde hin. Genau, und ihr könnt einfach zugucken. Okay, das ist super creepy.
Es gibt wirklich Leute, den kannst du auf Twitch beim Schlafen zugucken. Tja. Aber ich fände das auch unglaublich creepy, wenn mir irgendwelche fremden Leute beim Schlafen zugucken. Ich fand das schon total creepy, als ich online Yoga unterrichten musste, weil nicht alle Teilnehmer ihre Kamera an hatten. Aber ich wusste, also ich brauchte ja als Lehrerin meine Kamera an. Das fand ich auch schon irgendwie unangenehm. Man will sich nicht ausmachen, was malen, was die ohne Kamera machen. Zumal da mein Stalker mit dabei war, wo ich auch dachte, bleib entweder weg Yeah. oder mach deine Kamera an. Kritisch. Ja, kritisch. Alarm. Danke nochmal für die tollen Videos, Katzen. Die helfen mir so sehr beim Einschlafen. Oh, das freut mich, Kuriso. Meinst du dieses Unpacking? Aber das Ich die... langweiligste Spiel der Welt, aber ich find's toll. Das wollte ich mir auch mal angucken. Ich habe mal 2 Minuten reingeguckt und ich würde jetzt gerne sagen, dass ich eingeschlafen bin, aber dann hatte ich wieder Bewegungsdrang und musste irgendwas machen. Letztendlich habe ich dann die Katzen bespaßt. Das klingt gut. Genau. Und dann habe ich noch Kräuter umgetopft. Es hat sich nämlich rausgestellt, dass ich beim Stream wieder nicht alle gemacht habe. Im Treppenhaus waren noch 3, die ich vergessen habe. Oh nein. So ging es mir heute beim Bücherregale einräumen. Ich dachte, geil, du hast alles perfekt sortiert, du hast sogar noch Platz für neue Bücher, richtig gut. Dann gucke ich noch ein paar Kisten durch und ich finde einfach noch eine Kiste, die halb voll mit Büchern war. Und damit war der Platz dann auch nett, ne? Ja, vor allem waren das große Schwere, die tendenziell nach unten in die Bücherregale sollen, also musste ich alles umschichten. Ach, ich Oh no! raste aus. Ist so ein Moment, wo man das Bücherregal am liebsten umschmeißen würde. Ja, ehrlich. Einfach die Bücher wegschmeißen, die man eben noch gefunden hat. Das ist nie passiert. Tut mir leid, hier habt keinen Platz mehr, also. Dann sind das einfach so teure Bücher von 1800 oder so. Ja, habe ich welche tatsächlich. Ich habe das schon geahnt. So als Bücher-Nerdin Ja. gehört das eigentlich rein. Ja, aber die habe ich für einen Spottpreis beim Antiquar erstanden. Volltrottel. Katzen hat schon wieder Antiquare abgezogen, ey. Ständig passiert das. Ich habe da noch ein paar Bücher von 1950. Die kannst du aber quasi nicht mehr verkaufen, weil meine große Schwester, als sie klein war, da mit Wachsmalern reingemalt hat. Ah, okay, schade, weil manchmal, also es gibt ja einen ganzen Forschungszweig, der sich damit beschäftigt, wenn da Initialen vorne drin stehen. Also das wäre nicht mein Grund dagegen, aber mit Wachsmalstiften reingemalt könnte schwierig werden. Ja, eben. Ah. Und sie hat dann also, das war so ein Wilhelm Busch-Album, glaube ich. Und sie hat dann einfach angefangen, die Charaktere da drin auszumalen. Geil, das hätte ich aber auch gemacht als Kind. Ich war Echt? tatsächlich voll lange nicht mehr in einem Antiquariat. Das letzte Mal war ich mit Scala, als ich beruflich in Stuttgart war, waren wir in einem Antiquariat und dann war es aber voll unangenehm, weil da niemand war, außer dem Antiquar und uns. Und wir halt auch eigentlich nur gucken wollten. Und ich Muss sagen, hatte. so Antiquariate interessieren mich nur für den Geruch. Ah ja, der Geruch alter Bücher. Genau. Das ist fast so geil wie der modrige Geruch von Höhlen oder alten Kellern oder sowas. Ich muss sagen, seit ich nicht mehr studiere, reizen die mich auch nicht mehr so. Aber damals konntest du halt noch gute alte englische Bücher oder so, ne? Oder wirklich buchwissenschaftliche Bücher. Jetzt würde ich, glaube ich, da auch nicht mehr so zuschlagen wie damals. Ich finde auch also diese alte deutsche Schrift noch total hübsch. Finde ich schade, dass es die kaum noch gibt. Meine, wir waren einmal bei uns im Kino, da haben die alte Originalaufnahme von Nosferatu gezeigt mit Live-Orchester. Genau, Nosferatu. mit Live-Orchester. Und dann kam ja aus, ist ja ein Stummfilm. Und dann kam zwischendrin auch immer der Text und der ist ja auch noch in dieser gotischen Schrift. Und meine Tante hat mir immer souffliert, weil die das noch total gut lesen kann. Ist ja auch nicht immer so einfach. In der Ich habe das grotesken Schrift. tatsächlich noch gelernt. Echt? Also, ja, also jetzt nicht in der Schule oder so, sondern von meinen Eltern. Hm. Weil das sind ja alles Gläubige gewesen. Nicht zu verwechseln mit Gläubigern. Und unsere Familienbibel, die war auch noch von 1800 noch was. Die rückt mein Dad auch absolut nicht raus. Und da ist auch die ganze Familienchronik drin und die gesamte Bibel ist halt noch in dieser alten gotischen Schrift geschrieben. Krass, ja. Cool. Und ja, damit ich die dann auch lesen kann, hat mein Dad mir das auch gleich beigebracht damals. Sehr gut. Also ich kann das noch halbwegs flüssig lesen. Ja, ich muss sagen, als ich noch Buchwissenschaften studiert habe, da konnte ich es auch ziemlich flüssig lesen, weil du halt so viel mit so alten Büchern zu tun hattest.
Aber mittlerweile bin ich ja, glaube ich, auch ein bisschen raus. Ja gut, wenn du es nicht regelmäßig übst, bist du da schnell weg, ne? Ich fand es immer so lustig, wenn wir dann im Gutenberg-Museum waren. Und natürlich mit Gutenberg-Bibel und was weiß ich was alles. Und wir mussten alle immer so weiße Handschuhe anziehen, wenn wir die Bücherseiten anfassen. Außer unser Dozent, wo ich mir dachte, ja, genau. Sie haben nämlich keine fettigen Finger. Sie haben nämlich Buchwissenschaftler-Dozentenfinger. Sie können alle alten Papiere einfach so anfassen. Na klar. Ja, die Dozentenfinger, die sind einfach schon so krass entfettet, da ist gar kein Teig mehr drauf. Das kann natürlich auch sein. Isara hat auch zu viele Bücher. Das verstehe ich nicht. Sowas wie zu viele Bücher gibt's doch gar nicht, Und oder? doch, wenn du umziehst, dann gibt es auf einmal zu viele Bücher. Ja, aber wenn die dann einsortiert sind, gibt es Ja, wieder keine zu vielen das mehr. stimmt. Ach. Das ist bloß ein temporärer Zustand. Ich habe mir gesagt, beim nächsten Umzug werden die alle verbrannt, weil ich das nicht nochmal mache. Bücherverbrennung, das hatten wir doch schon mal und das ist nicht so gut geendet. Vielleicht waren das auch nur. Nein, ich mache gar keine Witze darüber. Die wollten bestimmt auch alle nur umziehen, ja. Genau, das war ein Platzproblem. Ich glaub's Nein. auch. Nein, war es nicht und es ist nicht cool und ich entschuldige mich für den Witz. Den du nicht gemacht hast, sondern ich. Ja, okay. Du entschuldigst dich quasi für mich, das finde ich okay. Genau, ist mir unangenehm. Also ich, so rein zeitmäßig würde ich sagen, wollen wir langsam rüber switchen, aber ich habe jetzt die ganze Zeit dieses Bild von dem Level vor mir und denke mir, nein, ich will nicht, lass das. Gar nicht. Beim letzten Mal wussten wir dann wenigstens irgendwie, wie es geht. Und jetzt weiß ich gerade nicht mal mehr. Q ist Heilung, C ist Stase, ne? Ja, Q ist Heilung, C ist Stase. Oh, ich will nicht. Können Kawa und wer ist meiner? Nee, ich Du bin bist Kawa, Kawa. ich bin Isaac. So geht's schon, ne? Können Isaac und Kawa das nicht alleine machen und wir tun nur so und kommentieren? Ja, so ein Bot einfach spielen lassen, der kriegt das bestimmt auch besser hin als wir. Das wäre geil. Noch geiler wäre es, wenn es eine KI wäre, die das Spiel auch so ein bisschen beeinflussen kann, sodass dann wirklich eine Love Story natürlich aus den beiden wird. Ja gut, also wir könnten das nicht mehr nachvollziehen, weil wir über alle Bonding-Momente von den beiden einfach drüber gelabert haben letztes Mal. Ja. Wir wissen, dass die Olle tot ist und beide jetzt Single. Die Olle ist tot, Kawa hat irgendwie Halluzinationen, das ist jetzt aber auch kein Thema mehr und irgendwie Ja, komm, mögen. Isaac hat die ganze Zeit Halluzinationen, die passen gut zusammen. Das stimmt. Oh Gott. Oh, okay. Bücherbarbecue. Kannst du nach dem Grillen und Ofen anzünden nutzen? Ich habe keinen Grill, ich habe keinen Ofen. Und ich brauch's zum Grill anzünden, nicht weil ich einen Gasgrill hab. Da seht das. Aber ich heute hatte ich Reifenwechsel am Auto. Und wo ich die rausgeholt habe, habe ich gleich mal noch einen Grill angeguckt und mir kraut's jetzt schon. Das ist wie mit Dead Space, das ist so ein Ding, das schiebe ich vor mir her. Da Muss ja müsste den noch eigentlich mal sauber ganz machen. grundhaft sauber gemacht werden, ja. Ja. Bin ich. Noch dazu, unten in dem Grill hast du ja immer so ein Fach, wo du dann die Gasflasche reinpackst, ne? Und da ist ein Mäusenest drin. Ach Mensch. Aber ohne Mäuse. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich keine Rötelmäuse. Was, Rötelmäuse? Ja, wenn du das ausräumst, dann trag vorsichtshalber mal einen Mundschutz, weil Rötelmäuse übertragen das Hunter-Virus bzw. auch deren Exkremente. Und das solltest du nicht einatmen. Okay. Also was für welche kann ich nicht sagen, weil ich habe sie nicht gesehen. Ich habe bloß das Mäusenest da unten gesehen. Dann mach so oder so. Gut. Mundschutz haben wir ja mittlerweile alle genug zu Ja, Hause. wir haben ja. Da kommt er wenigstens auch nochmal zum Einsatz, wenn schon beim Einkaufen nicht mehr. Ich hab den immer noch an. Ich weiß nicht, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen ambivalent, weil auf Ja. der anderen Seite, ich war jetzt auch schon mehrfach feiern und auf Konzerten und habe da mit Ja. sehr vielen Leuten Körperkontakt gehabt. Ja. Und dann beim Einkaufen auf einmal wieder Maske zu tragen, kommt mir ein bisschen komisch vor. Ja, das stimmt natürlich. Du hattest auch Ohrkontakt. Ohrkontakt? Hast du Was? nicht erzählt von dem einen, der mit seinem Finger kam? Ah, ja, du, oh, hör mir auf. Ich finde das so witzig. Ich hatte Fremdenspeichel im Ohr. Ich hab den Sound wieder doppelt gehört. Echt? Ich hab ihn bloß einfach gehört, Chris. Das ist ja komisch. Ich habe ihn gar nicht gehört, weil ich nur im Discord bin. Ich würde den gerne irgendwie rübergeben, wenn ich wüsste wie. Ja.
Kein Auch noch zu Problem. Hause Masken tragen. Oh no. ja, aber die Mäuse, die haben sich da unten. Also ich habe schon die ganze Zeit gemerkt, dass die da sind. Ich wusste nur nicht, wo das Nest ist, weil die haben mir die ganze Zeit die gelben Säcke da zernagt. Ja. Und ich habe da drin noch ein paar alte Kartons, so vom Rechner, die müsste ich eigentlich mal wegschmeißen. Also ist noch die Packung von der Kraka drin, die ist jetzt auch schon bald 10 Jahre alt. Das ist auch so Stuff, den tust du dann rein. Ja, könntest du ja irgendwann nochmal gebrauchen, so UVP verkaufen und so. Ja, ich weiß, ich kenne das. Und da haben sie auch schon alles schön zernagt und das Papier dann rüber ins Nest rüber geschleift. Haben sie sich schön kuschelig gemacht. Auf alle Fälle, also. Ich habe ja auch meine schwarze Tonne da drin, wo dann Katzenhaare und Katzenklo und alles drin ist. Und die haben sich auch, ich weiß nicht, wie die den Deckel aufgekriegt haben, aber das Nest besteht quasi aus Papier und Pappe, aus Katzenhaaren, wo ich mir denke, auch geil, dass du quasi von deinem Erzfeind die Haare nimmst, um dir ein Nest rauszubauen. Und ich nehme so vegane Kochsahne. Und die haben eine so eine Packung einfach aufgenagt, so halb offen quasi. Und ich weiß nicht, ob die da drinnen gelegen haben, aber das war auch mit in dem Nest drin. Geil. Und wenn du es vielleicht auf Twitter gesehen hast, die haben auch meine Böllervorräte an. Also ich hatte noch seit Jahren, ich wusste gar nicht mehr, dass ich die hab. Ja, das habe ich gelesen. Genau. Und die haben einfach, die Mäuse haben literally Sprengstoff gefressen. Ja, wer weiß, Das was ist sie so planen. krank. Ich glaube, das wären einfach, ich weiß nicht mehr, wer es drunter geschrieben hat, das wären einfach süße, kleine, pelzige Bomben. Die greifen dann einfach die Nachbarskatze an. Oh Das ist der geheime Krieg, von dem keiner weiß. Ah, da habe ich mir auch gedacht, ach du heilige Scheiße, die haben einfach Böller angefressen und das Schwarzpulver war weg. Und jetzt drehen sie durch. Jap. Du seufzt so. Ich will nicht. Ich auch nicht. Aber wir müssen. Nee, eigentlich müssen wir auch nicht. Wir haben Aber schon wir so weit sollten. geschafft, ja. Wollen wir es zu Ende bringen? Ja. Meinst du, wir schaffen das heute? Ich würde sagen, ja, wenn wir uns nicht so anstellen wie mit der Mauer. Okay, also nein. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen, oder? Oder? Ja, Ah, sorry, der hat mich, glaube ich, ausgekied. Oh no. Oh no. So, warte. Dann einmal den grünen Screen und dann ins Game Screen. Ich habe gemerkt, dass ich zu oft nur Geräusche von mir gebe, statt ganze Sätze, weil ich so oft ausgekiet werde und immer die Hälfte meiner Kommunikation, glaube ich, nicht ankommt. Warum machst denn du sowas? Weiß ich nicht. Oh, ich sehe dich in grün. Ey, dasselbe in grün. Und jetzt macht mein OBS gerade wieder Scheiße. Ah, jetzt bin ich wieder da. So, mir ist nämlich soeben eingefallen. Ich hatte für den Pflanzenstream ja den Chroma Key raus. Deswegen sieht man das Grün jetzt überall. Das war nämlich ein bisschen unpraktisch, wenn du einen Pflanzenstream machst und plötzlich deine Pflanzen alle verschwinden, weil die grün sind Weil und die das grün OBS die ausblendet. sind. Okay. Das war ein bisschen unpraktisch. Ah, jetzt klappt's. Eine Was stimmt? Sprengstoffmaus. Was stimmt, Genie? Und wo unterm Grill? KV macht die Sprengstoffmaus. Stimmt, das ist echt ein. Das ist ein bisschen schwierig, wenn. Oh, Rechner, mach mich doch jetzt nicht alle. So, Dead Space jetzt. Ahaha! Und Cat Content krallt sich in meinen Arm. Sehr gut, so muss das. Genau. So, also für alle, die es noch nicht gesehen haben, Yuki ist auch hier. Yuki. Was Nee, los, kein Yuki. Shinzon? Also, ja, jetzt wo Chatlock das so sagt, ist wirklich nicht so die beste Idee, wenn man sprengstoffgefüllte Mäuse hat und die im Grill neben der Gasflasche wohnen. Ich finde, das klingt fantastisch. Versuch das dann irgendwann mal der Versierung zu erklären. Ja, warum ist hier Schuppen in die Luft geflogen? Wissen Sie die Puh, das ist eine schöne. Sprengstoffmäuse? Das ist eine schöne Geschichte. Shinzon, warum heute so müpfig? Müpfig? Ja, ich finde, Shinzon ist heute müpfig. Das Spiel ist zu Das Wort laut. müpfig kenne ich nicht. Entschuldigung.
Aber es ist so leise eigentlich. Falls du noch ein bisschen Yuki schnurren hören möchtest. Ja, will ich immer. Die ist nämlich gerade voll am ins Mikro schnurren. Geil. So, aber die muss ich jetzt auf meinen Schoß verbannen. Ich weiß nicht, woher sie das hat und warum sie so krass gerne auf meiner Schulter rumhängt. Ist bestimmt einfach ein guter Ort. Meinst du? Ich muss noch mal ganz kurz raustappen, Okay. weil ich habe das Gefühl, das Game ist viel zu leise. Was? Ich habe wie immer das Gefühl, es ist zu laut. Ja, ey, komm. Jetzt hör aber auf, Rechner. Aber ich kann auch immer keinen richtigen Soundcheck machen, weil immer wenn ich raustappe in OBS, pausiert das Spiel. Und dann habe ich den Ingame-Sound nicht. Muss ich mir nur angewöhnen, meine Reaktion auf eure Aussagen dazu zu schreiben. Ja, das ist immer Ja, dann kann man schwierig. das gleich viel besser zuordnen. Ich kenne das, aber ich antworte auch immer irgendwas und dann hast du Zeit versetzt und dann weiß keiner mehr, wozu ich was gesagt habe. Und dann denken die Leute, man ist müpfig. Richtig. Müpfig. Ich finde das Wort cool. Hast du das selbst gemacht? Meine Chefin behauptet immer, ich sei müpfig. Also nicht immer, aber manchmal. Du siehst aus, als hättest du eine Ahnung, was du machst. Ah, ich weiß nicht, ich bin Resident Evil geschult, ich baller auf die Bobbel. Aber hast du rätseltechnisch auch eine Ahnung, was du treiben Wir musst? mussten das alles so drehen, dass es aneinander passt, das weiß ich noch. Gut. Wir hatten es doch irgendwie auch fast geschafft, ne? Und es gibt hier doch auch irgendwie so Superstar, so ein Superchinese. Stimmt. So, warte mal, ihr passt schon mal. Aber ihr nicht. Ich drehe einmal. Die Frage ist, wo gab es die Superchinesen? Oft bei dir oder woanders? Ich weiß es nicht. Ich bin mir unsicher, ob du den jetzt abgeschossen. Ah, was tust du denn? Ich sterbe. Geh doch nicht kaputt. Das Oh, das ist das erste Mal, dass es Nein. geklappt hat. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Oh, ich will nicht. Kommt von kleine Mühe. Warte mal, ich glaube, es war so, es dreht sich jetzt ja am Anfang, dass eine Seite passt. Aber ich meine, so kriegen wir die anderen nicht bündig hin. Ich meine, wir Nee. mussten das nochmal weiter drehen. Wir können ja mal kurz gucken, weil eine Seite oder zwei Seiten hatten ja mehrere Seiten, die man auswählen Genau. konnte. Wir hätten hier keinen Cut machen sollen, das war dumm. Ja gut, die Alternative wäre gewesen, das vorher nochmal zu machen. Und da haben wir, glaube ich, auch wenig Lust drauf gehabt. Ja, das stimmt. Oh. Man sieht bei den Lichtdingern aber auch nicht wirklich, was man da an Fähigkeiten kriegt, oder? Nee. Boah, wie kann ich das Ding denn jetzt wieder drehen? Ich möchte das wirklich gar nicht machen. Mit F. Ja, ich mache F drauf, aber was passiert? Nichts, das dreht nicht. Dafür drehe ich durch. Jetzt dreht's. Was? Huch, wo kommt der Okay, denn also wo hin? ich stehe, gibt es die Superchinese. Okay, das ist schon mal was. Also wenn du das Rätsel lösen kannst, dann kann ich versuchen, dich hier mit der Superchinesis so ein bisschen am Leben zu halten. So gut es Okay. eben geht. Da kommen Aber halt das auch ist. so viele. Oh, und schon bist du Ich nehme das gegessen. zurück, ich nehme das zurück, ich bin tot. Ja, aber wir sind doch immer noch so durch, Kuriso. Guten Appetit, Laurings. Nom nom nom. Verbrenne ich nicht? Und lass dir schmecken. Ich habe jetzt auch wieder Hunger. Ich habe vorhin mein Essen nicht fertig gegessen. Jetzt habe ich Hunger. Ich habe mir vorhin noch die restlichen Chili Cheese Nuggets reingetan, aber das waren nur drei Stück. Und danach war ich ein Boah. bisschen traurig. Aber Chili Cheese Nuggets sind so geil. Ja, aber es waren nur drei. So, warte mal, lass mich. Kann ich die Mitte auch drehen? Lass mich einmal die Mitte drehen. Die kann man drehen. Ach Mann! Blödes Tentakel, die jetzt stärker als ich.
bist du tot? Warum machst du jetzt sowas? Also wir müssen die Mitte auf jeden Fall noch einmal drehen und das links auch. Dann passen die auch wieder. Also die Mitte gleich jetzt nochmal. Ja. Einmal? Also das ist mit, also der linke, der jetzt gerade passt, hat nur eine andere Option, ist das dieses komische Teil. Zielst du auf irgendwas Bestimmtes? Ich drück F, es passiert halt gar nichts. Den großen kannst du nur mit der Superkinese drehen. Ah, okay. Den kleinen auch scheinbar. Merke ich gerade. So, ich habe ihn gedreht. Au! Arschloch. Ich habe Geh doch keine nicht Heilung. auf. Gar keine Heilung. Hier liegt eine Heilung, falls du noch die nehmen kannst. Boah, ey, diese Viecher sind aber auch sowas von unglaublich lästig. Jetzt bleib halt liegen, mein Gott. Also ich habe die Mitte jetzt noch mal gedreht. Das sollte jetzt eigentlich passen, oder? Nee, noch mal. Warte, ich dreh noch mal. Ich glaube, wir müssen bei den Gegnern echt mehr mit der Superchinese arbeiten. Oh nein! Oh, das war ein Kenny-Moment, aber was für einer. Das muss doch einfacher gehen. Ey, manchmal bin ich von meiner eigenen Dummheit echt überrascht. Was hast du gerade getan? Jetzt doch diese Viech mit dem Warzenarm, die sprengen können. Ja. Ich habe einen umgelegt, habe diesen Sack da genommen und auf das Viech direkt neben uns geschossen. Das ist schon ein bisschen witzig eigentlich. Es war jetzt nicht meine intelligenteste Move. Egal. 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 Ich habe das sogar auf meinem Soundboard. Oh, nice. Egal. Okay, es hat mir gerade mein Trommelfell rausgeballert. In Ordnung. Ist das egal? Euch bestimmt. Ja. Euch bestimmt ich hab's auch. gehört. Ich weiß. Schade eigentlich. Wir müssen das mal irgendwie hinkriegen bis zum nächsten Dead Space Stream. Nein. Hör mal auf, was sagst du da? Nein. Ja, es kommt doch bald Neues raus. Ah, Singleplayer. Hallo, Yassi. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. So, diesmal nehme ich das Ding nicht und schieße doch uns. Das ist nur befriedigend, wie die Viecher einfach explodieren. Du siehst ein bisschen überfordert aus. Ich? Ja, du. Quatsch. Du siehst mich doch gar nicht. Sagt wer? Der liebe Gott. Der kann das gar nicht. Wenn es einen lieben Gott gibt, gibt es da noch einen bösen Gott? Ja, der Teufel, oder? Ach so, ja. Okay, ja. Dieser Logik kann ich nicht widersprechen. Oh, ja, sie war Pizza essen. Was gab's denn für eine? Oh, ja, mir geht's gut und Katzen denke ich auch, oder? Ja, nur müde. So, und guck mal, jetzt passen nämlich schon. Wegen dem Level. Ja, jetzt passen nämlich schon zwei. Wir müssen jetzt den da hinten noch drehen. Wo war denn noch so ein. On my way. Welchen? Den einzigen, der gerade noch nicht passt. Gut. Gegenüber quasi. So, es dreht, es dreht, es dreht, es dreht. Yes! Okay, die Energie ist jetzt ausgerichtet. Das sieht aus, als hätte sich ein weiterer Aktivierungsterminal geöffnet. Nein! Wir kriegen diese Maschine repariert, Carver. Wieso ein weiterer? Das ist nicht sein Scheiß Ernst jetzt, oder? Das hat er nicht gesagt. Das hat er doch jetzt nicht gesagt. Kann ich ein okay, lautes... wir beenden das Projekt an der Stelle.
Kann ich ein lautes GG in den Chat haben? Ich kann dir eins entgegenrufen. GGE! GGE! GG! Oh mein Gott. Mit Schafskäse, Blattspinat, Knoblauchrand. Oh, das klingt ja mega geil. Ist das eine Pizza? Mhm. Mm. Das klingt ja. Vor allem der Knoblauchrand. Knoblauchrand, das ist ein Traum, Alter. Das habe ich noch nie gehört. Da bin ich auch dran hängen geblieben. Du kennst Knoblauchrand? Das höre ich gerade erst Signal. Ich beende etwas, das schon längst erledigt sein sollte. Hören Sie auf damit! Sie pushen mit Dingen herum, von denen Sie nichts verstehen! Das sagt ja der Richtige. Oh, guck mal, die Maschine mit Herz. Shinzo, das war ein Spaß, ne? Das war ein Spaß. Das war ein Spaß! Bitte lass es ein Spaß gewesen sein. Sag, es war ein Spaß. Rahmen verputzt, ich heule, alles gut. Jetzt geht's ab mit der Frau und dem Schwager DVD spielen. Also ganz viel Spaß bei DVD. DVD. Von mir auch ganz viel Spaß und spar für den Ring, ne? Weißt Bescheid. Ja. Sonst komme ich dir zuvor. Nicht vielleicht, das war ein Spaß. Das war ein Witz. Das bitte nicht. Spiel nicht so mit unserer Verzweiflung, Genie. Ich kann das nicht viermal. Ich hoffe, er hat einen Safe Point jetzt. Und jetzt stürzt einfach Game wieder ab, wir machen das nochmal. Harder, better, faster, stronger. Schade. Ich habe übrigens für das Highlight-Video einen schönen Clip zusammengeschnipselt. Oh, nice! Dann habe ich nämlich einfach ein Biscuit genommen mit Rolling und drunter gelegt, während du die ganze Zeit vor dir hinrollst. Sehr gut. Beste. Sie haben die Stadt in eine Riesenbrezel verwandelt und jetzt? Was? Oh, Brezel. Ich zum ersten Aktivierungspunkt zurückkehren können, um die letzte Einstellung vorzunehmen. Und was passiert dann? Ich arbeite auf Raumschiffen, nicht an Alien-Maschinen. Nicht an Alien-Maschinen, stimmt. Aber für die Aliens bist du auch ein Alien, also hat er auch an Alien-Maschinen gearbeitet. Ja. Alien ist immer relativ. Jassi, wie kann ich mir das mit dem Käse, Quatsch, mit dem Knoblauchrand vorstellen? Ist da einfach Knoblauchzehen im Rand? Ich brauche auch mehr Infos. Oder ist da Rand mit Knoblauchöl irgendwie eingepinselt? Oder ist da Knoblauchkäse drin, was die beste Möglichkeit von allen wäre? So Knoblauchöl, und Käse. Wo bin ich? Oh, da oben. Hallo, Beagle! Beagle, wie geht's dir? Lieblings-Beagle, alles gut bei dir? Nein! Das ist nicht wahr. Das wird ein Clip, ohne Scheiß. Das wird ein Clip. Das ist doch nicht dein Ernst. Wie wir uns schön umkreisen und er einfach platsch an der Wand zerschellt. Scheißdreck. Oh, nein. Wo gehst du hin? Komm in den Aufzug. Ich will das alles nicht mehr. Beagle ist müde und kaputt. Das verstehe ich. Tut mir leid für dich. Soll ich jetzt auch noch den Knopf drücken? Dann ruh dich gut aus, Beagle. Und sieh uns beim Scheitern zu. Ja, du siehst, es geht schon gut los. Die tapferen spielen Dead Spice drücken. Ich würde nicht sagen tapfer. Ich würde sagen ein bisschen latent weird. Aber sympathisch. Bei mir aktualisiert sich wieder der Twitch-Chat nicht von selber. Ich hasse das. Sie haben die Stadt in eine das hatte ich in letzter Zeit gerade auf der Handy-App auch dauernd. So nervig, echt. Ich zurückkehren können, um die letzte Was? Hier war noch so ein Boppel. Du lebst aber noch. Das ist gut. Ich dachte, ich bin jetzt auch tot. Das wäre der nächste Clip geworden. Wo muss ich lang? Da hinten. Mit Knoblauchöl eingepinselt haben wir auch eine Pizzeria, die hat Käserand. Eine Kombi wäre der ultimative Hauptgewinn. Oh, ohne Scheiß. Ey, Käserand und Knoblauchöl eingepinselt, das wäre einfach der Himmel auf Erden. Knoblauch. Das wäre ultimativ. Also meine Lieblingspizzeria, die macht immer noch ein bisschen Knoblauchöl. Das hat er selber gemacht immer. Und das macht er, kennst du diese Flaschen mit diesem ganz dünnen Hals? Ja. Und damit träufelt ihr das Knoblauchöl einfach noch ein bisschen drüber. Bei mir macht er extra noch einen Schuss. Und du denkst dir immer, kipp einfach die Flasche drauf. Genau.
Ich brauche die Pizza gar nicht, gib mir die Flasche. Minen, Bienen. So, und ohne Kratze und ohne Zerschellen. Wow. Wow. Ich hatte kurz Kolbenhöhe im Kopf. Der Schwanz ist so unangenehm groß. Nicht das, aber das ist auch gut. Aber in demselben Video noch diese Beschreibung mit dem Wow. Wow! Und der Erzfeind Barsch Barsch. Barsch Barsch ist auch so geil, Alter. Hast du mittlerweile dieses Kochvideo geguckt? Ja. Oh, da, ich hab mich so bepisst, das war so gut einfach. Es ist echt herrlich. Einfach die gesamte Arbeitsfläche mit einer Senfcreme einspielen. 15 Kilo am Hack werden 2 Stunden gegart. Hm. Nee, 12 waren es, oder? Ich, oh Gott, so genau weiß ich das tatsächlich nicht mehr. Bei uns ist ja Knoblauch eine Einlage im Knoblauch. Beagle, ich muss bei euch essen. Das ist nicht der Weg, Geiser. Sie haben eine Zukunft, wir alle. Lassen Sie mich in Ruhe, Danik. Sie können sie wiedersehen, Isaac. Jeden, den Sie jemals verloren haben. Es ist eine Zukunft, ohne etwas bedauern zu müssen. Ich bedauere nichts, Danik. So oder so wird das hier bald vorbei sein. Isaac! Isaac! Isaac, was soll das? Als ob Isaac hier der Aufmüpfige wäre. Der ist der Einzige, der seit 3 Spielen alles hier noch zusammenhält, ey. Was mich nur ein bisschen schockiert, was die Zukunft angeht. Egal wo Isaac hinkommt, selbst wenn das bloß ein Schiff ist, das keine Ahnung vor 2 Stunden verlassen wurde, alles ist in unglaublich beschissenen Zustand. Das stimmt schon, ja. Die gesamte Zukunft ist runtergebrochen. Das macht mir ein bisschen Angst. Was tut das? Was zum Arsch ist das denn? Oh, hab ich mich erschreckt, Alter. Alter! Ah! Oh, vor allem sind die hier. Laut! Danke für den Kindriss! Geklappt! Oh, die gehen nicht noch gut, was ist das denn? Sorry! Ich hab das Knoblauch mit Lamm gegessen, andersrum geht gar nicht. Quasi so 6 Knollen Knoblauch und so ein kleines Stückchen Lamm. Boah, der mich erschreckt jetzt, ohne Scheiß. Dann kannst du ihn jetzt zurückerschrecken. Ach, guck mal hier, da hängt so einer. Na egal. Ich will die Tür auch, die ist schon irgendwie stylisch. Ja, aber das dauert doch ewig, bis die auf ist. Stell dir vor, du musst ganz dringend aufs Klo. Und dann musst du hier einfach eine Minute warten, bis die Tür offen ist. Ich will nicht. Ich glaube, wir müssen die erst triggern, oder? Ich gehe ihn erschrecken. Der wird sich erschrecken, wenn einfach jemand um die Ecke gerollt kommt. Sie machen auch komische Geräusche. Ich glaube, man hört uns bei mir gar nicht mehr. Wie, man hört uns bei dir nicht mehr? Oh, oh, oh! Hilfe! Oh, du bist tot. Alter, die machen aber auch krank Damage. Hinter uns kommen diese kleinen Explodierviecher. Och nö. Hab ich gerade auch erst gesehen. Ey, das Game haut uns aber auch wirklich alles an Assigkeit entgegen, was geht. Ich will nicht. Wenn das jetzt wirklich noch 4-mal passiert. Dann brechen wir ab. Glaubst du, wir können durchrennen? Ich würde gerne versuchen durchzurennen. Die machen wir allgemein eigentlich zu wenig. Ja. So ein Edward-Turtle. Noch. Ich muss ja gar nicht lang! Ich dachte, du weißt, wo du hin musst. Ich bin an der Tür. Komm raus, komm raus, komm! Ja. Sag mal, waren wir hier nicht schon? Weiß ich nicht, aber... Von hier kamen wir doch, nochmal. Oder? Nein, er sagt, wir müssen hier lang. Aber kamen wir nicht von hier? Vielleicht gab's das nochmal. Hinterfrag nicht die Breadcrumbs. Hauptsache weg. Bist wie meine Mathelehrerin. Hinterfrag's nicht, mach einfach. Hauptsache weg! Oh mein Gott! Nein, rechts, rechts! Ah. Oh, Trickshot! Das war alles geplant! Da ist die Space-Taube wieder! Oh mein Gott!
Nein, gleich Aufzug. Alter! Die haben Laser! Sicher, dass das so eine gute Idee vielleicht Aufzug ist? Da sind wir nämlich voll auf dem Resultierteller. Noch dazu kriege ich den nicht. Jetzt kriege ich auf. Au! Also Yassi, falls du von uns irgendwie Profi-Gameplay erwartest, dann muss ich dich leider Sorry. Wir sind beide einfach komplett verballert und kriegen seit mehreren Streams wenig geschissen. Aber wir sind unterhaltsam. Oh, hier rein erinnere ich mich noch. Das war eigentlich ganz witzig. Ah, jetzt. Die Penen. Die Penors. Jetzt mache ich bestimmt das andere, ne? So. Müssen wir überhaupt hier hin? Ist eigentlich Penen oder Penens? Oder Penia? Penas. Penapia. Die sind hier richtig hart, Mensch. Ja, du, die haben eine ordentliche Schandkraft, sag dir das. Oh. Und du biegst sie alle nach unten. Das ist, glaube ich, falsch. Dieses Spiel hat so viele homosexuelle Andeutungen. Ich kann da ja auch nichts tun. Was sagt uns dieses Tor? Ihr sollt endlich Pimmel fechten. Ist das nicht das, was ich rauskriegen soll? Nee, gar nicht. Ich sollte endlich... Was? Das hat jetzt etwas gedauert. Ich bin ja gerade beschäftigt. Okay. In Uncharted 3, wo du einfach alles bekommst, wenn der Scharfschütze nicht kann, dann der Granatwerfer oder die Schrot, aber die normalen Dudes, die so ballern, dann vielleicht noch Granaten neben einen werden. Wie, die werden Granaten neben euch? Hauptsache unterhaltsam. Ihr seid auf jeden Fall unterhaltsam. Du, das freut mich, Yassi. Das freut mich. Das ist auch alles, was wir sind. Ja, das ist das Einzige, was wir können einfach. Vor allem das Game, die Propeller machen, genau. Das Game Studio, so weißt du, richtig epischer Abschluss, das wird nochmal richtig gruselig. Alles voll auf Epicness getrimmt und wir so hier auf Himmel fechten. Wir müssen da wieder runter. Oh. Wollen wir das? Wer flog denn da? Meine Verstärkung ist da. Mit einer großen Überraschung. Okay. Können wir den Typen nicht endlich zu hacken? Ich habe keinen Bock mehr auf den. Das der ist so ein ätzender Dulli. Aber am Ende war es dann doch Nosferatu. Nosferatu. Ja, du. Klick, 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 klick. So, ich hatte als Kind voll Schiss davor. Schnell, schnell. Schnell, schnell, okay. Oh. Ich eile. Aber ich eile nicht schnell genug. Schnell, 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 flieg, 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 flieg. Ich drück E. Ich drück immer noch E. Oh, Gott. Nate muss alles töten. Alles. Nach den 50 Mann in einer Szene geht's einfach weiter. Was? Heilige Moment. Scheiße. Ellie lebt. Warum? Sport. Links, links. Ich habe den Codex, Danik. Ja, du, wenn die noch lebt, dann wird's dann doch der Käsebrotreiher, ne? Und wenn sie da sind, werde ich schon auf sie warten. Weißt du noch, als ich die Idee hatte, dass wir durchrennen? Ich wusste nicht, dass wir hierhin zurückkommen. Alter, kannst du die schon hören? Ja, angenehm dahinter. Scheiße. Würde ich lieber zulassen. Du musst nicht mal an das Teil, du kannst einfach an die Tür gehen. Oh nee, ey, das klingt schon so scheiße. Das da ist alles dahinter jetzt. Das halbe Level lauert hinter dieser Scheißtür. Scheiße. Hä? Nein! Ist das ein Bug? Nee, nee. Ist es kein Bug. Ich wünschte, es wäre einer. Okay, kämpfen die jetzt einfach gegeneinander? Warum sollten die gegeneinander kämpfen? Weil sie dumm sind. Ich renn durch. Forderung. Nein! Ich bin doch an der Tür. Hier ist eine Sackgasse. Ich renne, ich komme. Nein! Ich war okay. Doch da. Ey, aber du hast meinen Tod wenigstens miterlebt. Das ist sehr schön, sehr schön. Also durchrennen geht, aber ist sportlich.
die Strafe fürs Liegen lassen. Echt so, Beagle, echt so. Hallo? Warum müssen wir denn nochmal hier hin? Vergangenheitskerzen und Turtle holen uns wieder ein, diese Arschlöcher. Renn, Carver. Oh, aua. Heilen zu viel. Der stand eben nicht hier. Okay, ich renn weiter. Schnell, schnell, schnell. Bin an der Tür. Bin an der Tür, ich mach die Tür auf. Ah, ich bin gleich wieder tot. Ich hab keine Heilung mehr. Scheiße, scheiße. Komm mit, komm mit. Ich hab Fortschritt, wird gespeichert. Yes! Nice! Nein! Wo bist du? An der Tür verreckt. Was ist das? Ich hab halt auch keinen Heal mehr. Das ist ganz unfassbar. Ich hab das einfach da rausgezogen. Was müssen wir machen? Leuchtend grünes Plutonium-Ding. Ja, einfach mal rausziehen. Was ist denn das eigentlich? Ich weiß nicht. Mal von nahen angucken. Guck mal, die haben jetzt einfach hier Blockaden aufgestellt, während wir da waren. Das finde ich nicht okay. Ob die dumm sind, habe ich gefragt. Ich verstehe. Es geht da nicht mehr raus. Und du hast kaputt gemacht. Hallo, Toms Area. Wir können Medis teilen. Echt, geht das? Naja, ich weiß. Oh, oh. Wo sind die anderen dafür? Das ist eine neue Challenge mit dem Nicht-Töten. Bis jetzt klappt. Ja, ist Pacifist One einfach. Beagle. Die waren jetzt. Ja, dass nicht... das da rein soll? Ja, guck mal, da drüber ist die Übersetzung. Das ist da richtig. Ah, okay. Aber. Irgendwie müssen wir die Blockade ja runterkriegen. Bitte, oder? Sag mir nicht, dass die anderen beiden im Raum vorher sind. Bitte nicht. Das ist ja sowas von hart ungeil. Moin, Toms Area. Ich habe aufgedrückt. Kannst du mir noch einen mitgeben? Sonst bin ich sofort tot. Warte mal, wie geht das? Also er schreibt in Partner geht ins Inventar und gibt's rüber. Ich habe keine Med jetzt. Das ist eher unpraktisch. Ich nehme mich auch nicht. Stell dich hinter mich. Scheiße. Blockade kannst du mit Stasis wegnehmen. Warte, 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 warte. Bevor du was machst. Ja, du, die stand hier einfach bloß so rum, ne? Mein Gott, danke. Wer hat das geschrieben? Auch Toms Area. Die kommen hier einfach durch. Was ist denn mit denen? Können die sich hier einfach mal verpissen? Ohne Scheiß. Was machst du denn? Nein, nein! Ich wollte einfach mal vor dir auf die Knie gehen. Da sind so Selbstmordattentäter zwischendurch. Warte, hier ist ein Moon. Hier ist Moon. Nein! Ja, warte. 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 Hier ist was? Au! Da lag Moon. Geh mal. Ach, geh mal zurück. Zurück, zurück. Da lag Moon. Leben, Heilung, Medkits. Weiß. Ja, da ist gerade der Spacken. Den muss ich kurz umschießen. So. Ah, hier ist eins. Ist das das, was du meintest? Ja, ne? Ich habe schon ein paar aufgesammelt, aber ja, da müssen noch hier vorne... Nee! Was, nee? Warum wird die Musik jetzt so? Oh, ey, könnte ich sich nicht mal verpissen? Es ist einfach nur ätzend. Ah, ja, komm, erstmal schön nachladen. Scheiß Dreck, scheiß Dreck. Nein! Hass? Hurra, Hass! Mal eben Schuhe zu binden. Ja, ja, genau. Ich wollte mir nur mal kurz die Schuhe zumachen. Das hat absolut nichts mit meiner Unfähigkeit. Gar nichts. Oh mein Gott. Also ich habe das zweite drin. Okay. Die Verzweiflung bei Katze. Ja, Katze ist am Boden. Und zerstört auch noch, ha? Und das auch noch. So, ich habe das dritte. Ey, wenigstens du kriegst hier was auf die Reihe. Ich laufe einfach hinterher, okay. Ich mache einfach einen guten Eindruck. Wobei nicht mal das schaffe ich. Du bist The Looks. Was bin ich? The Look. The Look? The Look. Ey, ich kann nicht mal in der scheiß Rampe runtergehen. Was ist denn mit mir? Wir müssen in der Nähe des Kontrollzentrums für den Codex sein. Wir haben alles gemacht, was Serrano gesagt hat. Gehen wir rein. Mm, Schinken. Schinken? Serrano. Ah. Ah. Genau, das ist einfach Lebensrettungskatze. Mh, Schinken im Veggie-Stream.
vor allem als überzeugte Vegetarier. Oh nein, siehst du das? Was sie? Oh Gott. Nein. Ich mach Schluss, ich mach aus heute. Ey, nee, das ist doch nicht euer Ernst. Wie oft müssen wir diese Scheiße noch machen, ey? Oh. Cool im Kurb ist, dass jeder andere Flashbacks erlebt. Also, wenn ich so an die letzten Streams mit Dead Space 3 zurückdenke, habe ich ganz andere Flashbacks, ganz ehrlich. Ey, kriegen wir das irgendwie jetzt? Aber ich glaube, Abseilen war besser als Hochklettern. Das ist eine Abseilstation. Okay, wir klettern hoch. Ist okay. Wie war's mit dem Abseilen? Hier dreht sich auch was. Nein! Oh, jetzt auch noch Hardcore. Achtung, da kommen Flammen. Ja, ich bin wirklich der Jar Jar Binks von Dead Space 2. Ich bin zu nichts zu gebrauchen, aber ich bin... Wobei, Jar Jar ist nicht mal unterhaltsam. Nee. Warte, wir können doch einfach mal eine Stasis draufhauen. Ja, pass auch auf das Feuer auf. Spring doch, spring doch! Oh, ist das scheiße. Vor allem so ewig lang wieder, ne? Ja. Warum machen sich die beiden eigentlich den Aufriss hier? Ja, das sind halt dieses Helfer-Syndrom, ne? Wir Nein. müssen ja die Welt retten und so Scheiß. Ich bin tot. Ich auch. Nur noch kurz die Welt retten. Ja, die haben den Song gehört und seitdem geht das so, ne? Ich hab mir das Knie aufgeschlagen, Alter, okay. Das ist dein einziges Problem, ohne Witz, ernsthaft. Jeder Dead Space-Spieler an diesem Punkt, Okay, du Armer. Tut mir ja so leid. Ja, 20.000 Mal gestorben, diverse Klingen und Schüsse, ja. Alles cool. Aufgeschlagenes Knie hätte ich auch gern. Ja. Ich glaube, Isaac und Carver haben auch ein paar aufgeschlagene Knie. Ach, die haben mehrere? Das war so dumm. Erst ja, zusammen haben sie vier. Das sah echt hübsch aus, wie du dagegen springst und umfällst. Manu. Dead Space ist schon ein tolles Game für das Alter. Nein. Über toll lässt sich streiten, ganz ehrlich. Ja, das Alter okay, die Grafik und alles, aber... Das Spielprinzip lässt teilweise zu wünschen übrig. Oh, ey, dieses Scheiß. Okay, ich glaube, ich muss warten, das schaffe ich nicht mehr. Warte mal. Ja. Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, geht's halt weiter. Echt Au, so. Oh, fuck, es war zu schnell. Ah, das war auch wieder sehr intelligent von mir. Nur Übungssache. Ich möchte ein Game nicht üben müssen. Ja, das stimmt. Oh, ey, wie ich dieses Dreckslicht hasse. Wir haben's. Hast du einen Savepoint? Gleich, Moment. Ja. Yes, danke. Moment, hast du noch keinen Savepoint? Er sagt noch nichts, du musst hochkommen. Komm hier rauf. Ich bin doch neben dir. Ach, da hast du. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Alles okay mit dir. Soll ich einen Ausdruck? Ich hab so Angst. Dead Space 3 ist mein ich heftig zerrissen worden. Ich verstehe durchaus wieso. Ich auch. Also ich auch. Ich habe es damals solo angespielt und habe es dann liegen lassen, weil ich echt keinen Spaß damit hatte. Und jetzt habe ich Spaß damit, weil Katzen da ist. Oh, bitte bringt doch Ellie einfach um. Meine Fresse. Warum lebt die überhaupt noch? Die ja, wurde von Säure Scheiß. Zerfressen. Auf die Fresse kann ich dir geben. Isaac, was tun Sie da? Sie haben eine zweite Chance. Wenn er die Maschine abschaltet, sind wir alle tot. Sie, wir, alle. Lassen Sie die Finsternis nicht zu, Isaac. Mehr als einen richtigen Weg. Ja. Boah. Ey, was machst du denn, Katz? Sorry. Hast du jetzt wirklich das, die Weltgeschichte... geopfert für eine Olle, für mich? Du weißt doch, wie Katzen sind, sorry.
Ich wollte die doch nicht mal. Das sollte eine Moments werden. Ich hab's endlich geschafft. Hashtag no homo. Finsternis hat ein Ende. Möge die Evolution beginnen. Ui. Endlich. Nein. Woher weiß er das denn? Ihr zwei müsst gehen. Gehen Sie zurück zur Erde. Erzählen Sie, was wir gefunden haben. Ich bleibe. Mehr kann ich nicht tun. Könnt ihr das Finale nur in der Cutscene machen vielleicht? Oh, das wäre schön. Isaac. Ich hatte mich von der Welt abgewandt, weil ich Angst davor hatte, was zu tun war. Jetzt habe ich keine. Echt so Beagle. Da drüben ist ein Shuttle. Ich will, dass du damit nach Hause fliegst. Warum hat er ein Foto von sich selbst bei sich? Oh nein! Ich bin dagegen. Ich wollte die Bromance. Ich auch. Scheiß Weiber immer hier. Wir wissen beide, dass ich nicht heimkehre. Okay. Oder vielleicht ist das bloß ein False Flag Manöver. Ja, weißt du, jetzt haben wir die Olle weggeschickt. Jetzt genau. Machen wir uns hier hübschen. Stimmt. Hauptsache sie ist aus B. Genau. Dank mir später, ich habe sie jetzt weggeschickt. Jetzt geht's hier richtig zur Sache. Oh Scheiße! Das ganze Ding fällt hinter uns zusammen! So, warte, ich muss hier kurz mal den Sound hochschrauben. Das geht ja gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es bei mir in der Aufnahme ist. Also ich bin mir bei mir ziemlich sicher, dass keine Sau versteht, was sie sagen, wenn die Untertitel nicht da wären. Weißt du, sonst ist das Game einfach immer viel zu laut. Ja. Und jetzt auf einmal ist es viel zu leise. Kann das nicht einfach mit denselben Einstellungen immer gleich klingen? Ist das einfach so nie richtig, nein. Ja, echt so. So. Nein, ich möchte die nicht verwerfen. So. So Kapitel 19, Ende. Cool. Danke, Ende. Bumsen, Next Level und so. Ja, das ist jetzt der Käsebrot-Dreier. Wow. Bier, der Todesmond und ja. Mir wird schwindelig, wenn ich da hinter uns gucke. Nicht, dass du uns noch seekrank wirst. Weltallkrank. Oh Mann, da ist die Maschine. Wir müssen sie zurückholen, bevor der Mond sie hat. Wo ist der Resident Evil Timer? Der fehlt mir hier. Was für ein Resident Evil Timer? Am Ende bei sowas läuft immer ein Timer, weil du schnell wohin musst. Ich benehme mich doch immer. Und Beagle, die darf sich hier. Beagle soll sich auf gar keinen Fall benehmen. Das genau. Es wäre traurig, wenn nicht Benehmungs-Beagle, beste Beagle. Ist so. Hier ist alles rot. Oh, so viele Marker. Wir gehen jetzt in Carver's Love Cave. FSK 18 Bibel, nein. Übrigens, als er vorhin gesagt hat, der erste Marker-Killer, habe ich mir so gedacht, oh, ist das dein Online-Game-Name? Ich wollte gerade sagen, ja, den Spitznamen hat er sich halt selber gegeben. Ich bin der Marker-Killer. Ich bin der Marker-Killer. Cool, Isaac, so cool. Oh nein! Big wow, much surprise. Hier sind Gegner. Oh, eine schwebende Box. Ich bin so unglaublich bescheuert, Alter. Warum bin ich so? Warum bin ich, wie ich bin? Das war echt geil. Oh, das war schön. Aua. Oh, eine Schuhe. Oh nein. Gib mir keine Granatwerfer in die Hand, ey. Ohne Scheiß, das endet nicht gut. Ich renne einfach durch jetzt. Genau. Und dann das Spiel sehen, müsst ihr gleich im Weg nochmal zurückgehen. Vor allem, wie er die Scheiße auch dreimal hintereinander macht. Was ist denn mit mir? Oh, eine schwebende Box. Oh.
Wo bist du? Hinter dir. Heilen sie sich mal, wenn sie können. Würde ich, aber ich hab nix. Schade. Hier schwebt was. Zu spät. Nein! Igel, welches von den drei Malen meinst du? Okay, wegrennen hat nichts gebracht. Ja, wegrennen hat schon geklappt bisher, ne? Aber jetzt irgendwie nicht mehr. Ich brauche Hilfe! Warte! Patschöchchen für Patrick. Danke. Cedric? Patrick. Achso. Ich brauche Hilfe. Ich habe keine Heilung mehr. Schon wieder. Wir wechseln uns ab, okay? Die Heilung fliegt halt auch einfach weg. Das ist einfach voll frech. Oh. Oh, scheiße. Da ist eine Heilung. Oh. Hilf mir. Warte, warte, warte. So, jetzt. Wie viele Gegner wollt ihr uns entgegenrotzen? Alle. Okay, also durchrennen ist keine Idee. Alle Male haben wir auf Video. Warte, nein. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Nein. So ein scheiß Halbleiter drin. Ich brauche Heilung und Munition. Und Stase. Das Game so, ey, wie wär's, wenn du jetzt noch eine Waffe craften könntest? Ja, genau. Nein! Wodurch bin ich einfach zerspratzt? Also ich war's diesmal, glaube ich, nicht. Mir glaubst du? Ich hoff's. Hä? Irgendwas tötet mich immer instant. Ich weiß es auch nicht. Ist hinter dir manchmal ein Tentakel? Oder müssen wir laufen, weil wir sonst draufgehen? Ich weiß es nicht. Das kann auch sein. Weil das Level sieht ein bisschen aus, als würde es kaputt gehen. Ja. Sicher, dass Durchrennen keine Alternative ist. Ja. Verdammt, helfen Sie mir auf! Nein! Ich sterbe. Hinter euch kommt eine Wall, also doch. Ich sterbe. Ich sterbe. Warum machst denn du sowas? Ich sterbe. Oh, vor allem bist du auch 100 Meter weg. Ja, ich sag schon ganz lange, dass ich sterben tue. Mach doch nicht diesen. Oh. Wie was? Sie vor meinen Augen einfach stirbt. Was tust du denn mit meiner Leiche? Ich würde sagen, wir rennen, oder? Ja, aber da kamen wir eben nicht weiter, oder? Wir kamen doch da eben mit den Tentakeln gar nicht weiter. Ach, den stirbt langsam, Film, stirbt oft. Oder doch, kommt man hier durch? Nein, eben nicht, deswegen. Kann man nicht crouchen oder so? Nein. Wir müssen erst die Tentakel machen. Wo sind denn die Tentakels? Da links, die großen. Aber es sind halt auch die anderen Arschlöcher da, das ist das Problem. Geht's einfach voll auf die Tentakeln, vielleicht hilft's ja was. Komm, jetzt geh halt kaputt, scheiß Ding. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich schieß mit drauf, aber es passiert nicht. Ich liebe. Nein, ich sterbe. Nein! Nein! Ich hasse es. Ja, lange nicht stuck gewesen, ne? Ja. So. Helfen Sie mir auch. So. Nein.
Kleinen Moment. Ich muss jetzt die Fresse halten. Also, wenn du jetzt. Also, ich muss 5 Minuten nichts sagen. Kurise, das ist ein schlechter Zeitpunkt. Ja, echt so, aber naja. Du kannst jetzt den Stream einfach für dich beanspruchen. Ja, so Absprache wäre kurz vorm Ende schon ganz cool. Das wäre echt supi. Aber ja, jetzt nicht mehr, ne? So, warte, wo ist denn der? Jedes Mal suche ich den Timer. Ich muss mir dann langsam mal einen Shortcut machen. Das wäre echt praktisch. Tom's Area, da ich der Multiplayer-Mitspieler bin, sind meine Waffen jedes Mal wieder zurückgesetzt, wenn wir neu anfangen. Was? Ich habe dich nicht gehört, da kam gerade ein Alert rein. Oh. Tom's Area, da ich der Multiplayer-Mitspieler bin, sind meine Waffen jedes Mal wieder zurückgesetzt, wenn wir neu anfangen. Und ich habe nicht aufgelevelt. Punkt. So, Timer läuft. Ach nee, warte. Also ich halt ab jetzt die Fresse. Viel Spaß mit der Ruhepause. Der Stream gehört jetzt kalt. Der war echt fies, Kurise. Oh, und ich trete ihn noch. Ich wollte eigentlich an ihm vorbeilaufen. Ich bin gespannt, ob er das durchhält. Oder ob es so läuft wie beim letzten Nicht-Fluchen-Counter. Hauptsache, die Arschlöcher haben keinen Giftstachel mehr. Oh, Heilung, Heilung! Ja, hier fliegt, hier schwebt einfach so ein Gegner rum. Bisschen belastend gerade. Oh, einer ist down. Wir können durch. Lauf durch. Lauf durch, Turtle. Ach nein, wir können nicht durch. Scheiße. Nein, so ein großer. Mach den Tentakel. Mach du den Tentakel. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nein. Nein. Ich hab E gedrückt. Ich drück immer noch E. Oh. Ich hab E gedrückt. Ich kann nicht. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Ja, jetzt sterbe ich. Jetzt sterbe ich. Nein, ich sterbe. Ich sterbe. I'm dying. Okay. Oh, nein, mein Plasma-Cutter ist leer. Ich sterbe wieder. Scheiße. Könnt ihr das nicht im Finale machen, ohne sprechen, bitte? Das ist voll gemein. Oh. Oh Gott. Ah, da hau ich einfach vor mich hin. Ja, Tom Arias ist ja auch schon unser 7. Dead Space 3 streamen oder so, und das Problem hatten wir jedes Mal. Ach, Gott. Ah. Ich brauche Heilung. Jetzt kiste. Nein! Die flutscht weg. So, Heilung, cool. Haben wir die Gegner unter uns? Ich glaube tatsächlich. Oh, Scheiße, ey. Es ist gar nicht so geil, einen Tentakel gleich loszuhaben, weil dann kommt halt das Riesengegnervieh und da habe ich irgendwie noch weniger Bock drauf. Okay, okay, schnell, Granate. Oh. Laufen, 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 laufen. Nein! Don't you dare kill me! Wir müssen in das blaue Ding! Das blaue Ding, schnell! Das blaue Ding schnell! Na! Fliegen! Fliegen! Oh mein Gott, Gott sei Dank! Oh. Oh mein Gott!
Oh nein! Psch, das musst du den Timer zurück. Nein! Nein! Das wird explodieren! Bitte nicht! Keine Minenbienen! Bitte keine Minenbienen! Lebst du noch? Ich seh dich nicht, ich bin tot. Nein! Okay. Oh mein Gott. Oh, ich hasse dieses Spiel. Ich sehe dich gar nicht, wo du fliegst. Warte. Ah! Nein! Nein. Oh. Ja, kein Bock. Nein. So. Ach, heilige Scheiße. Gott sei Dank. Oh, Baby. Endlich. Oh Gott. Ey, du wolltest doch Heilung haben, ne? Ja. Ich hab dir 5-mal direkt welche mit Chinese vor dein Gesicht gepackt und du läufst weiter. Du hast mich aufgesammelt. Sorry. Und ich konnte einfach nichts sagen. Ich darfte ja nicht. Ey, das Scheiße, sorry. Oh Mann. Oh Mann. Ah, ach. Aber wir haben es geschafft. Wir und ein neuer Minenbienenabschnitt wartet auf uns. Oh, ich will nicht mehr, ey. Echt. Ich hasse dieses Spiel. Ohne Scheiß, ich glaube, es ist mein Hassspiel. Ich würde sagen, wir machen das nie wieder an, okay? Wir reden nie wieder über dieses Spiel. Es wird direkt deinstalliert. Der Stream ist okay, aber das Spiel nicht. Origin wird deinstalliert, alles. Genau. EA, keine Ahnung, was... Ich war das. Diesmal bist du die immer so matcht, doch? Ich habe einfach eine Umzugswoche hinter mir. Ich kann mich nicht noch auf Karas Scheißdreck hier konzentrieren. Mist. Oh nein. Immerhin, Yassi und Shinny haben Spaß. Ja, das dachte ich mir. Oder war das same auf die Umzugswoche? Ich bin mir unsicher. Die Latenz ist immer schwierig. Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, sie haben alle Spaß an unserem Verlust. Das glaube ich dir, dass du deinen Spaß hast, Chris. Das war echt ganz mieses Timing. Was tust du denn? Sterben. Das ist nicht gut. Hör auf damit. Ansonsten mache ich das auch. Kann man die... Ne, Chinese geht... Stase geht hier nicht. Tom hat einfach im Chat gesagt, einfach unter die Viechern durchfliegen, dann ist alles okay. Hier jetzt? Ja, sagte er und fliegt gegen den Asteroiden beim Quatschen. Du kennst, glaube ich, unser Skill-Level noch nicht, Tom. Welches Skill-Level? Ja, eben. Unser Skill ist unterhalten, da hört's auf. Ja. So. Okay. Und jetzt unter diesen Viechern einfach unten drunter durchdiven. Einfach ignorieren. Die sind gar nicht da. Okay, cool. Aua! Ja, danke. Cool. Okay, das Ignorieren funktioniert nur so sehr wie. Das sind Steine, die Viecher, die nachkommen. Ja, dachte ich mir schon. Oh, Hilfe. Also ich bin schlecht im Sachen auseinanderhalten, aber den Stein von den Viech, das kriege ich noch hin, gerade so. Die sehen aber auch schon so hässlich aus, ey. Einfach wie Geschicklichkeitsgrade Mutanten-Version. Ja, das funktioniert nicht. Aber wenn danke für den Tipp. Wenn du mit mir zusammen seitwärts vorbeifliegst, weil ich komme immer safe dran vorbei. Seitwärts? Also so schräg unten. Bei mir sind wir gerade beide geplatzt. Echt? Bei mir bin ich weitergeflogen. Verfickte Scheiße. Okay, ich oder habe ich Hallus? Also Chat, falls ich auch geplatzt bin, sagt sag mir, ob ich auch platze.
Und bei dem nächsten hier werden... Bei dem hier werden wir auch alle beide bombardiert. Okay, 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 ja, ja, ja. Ich dran vorbei, ja, ja. Weil die gerade rundwärts schießen. Was war das denn? Ein Asteroid. Aber, hä? Was? Warum? Das... Christ, du Übertreiber! Vor allem, ich höre immer die Emotes nicht. Wenn ich es im Chat lese, versuche ich einfach immer die Fresse zu reißen, weil ich nicht weiß, wann es kommt. Schauspielkunst auern einfach aus. Ah! Ja, siehst du? So, Jas ist taub. Ach, ist das schön, ha? So ein schöner Tag heute. Das hatten wir so lange nicht mehr. Der allererste Stream war das mit den Minenbienen, ne? Ja, das war der erste gleich. Ah, Mensch, da werden Erinnerungen wach. Wir haben gleich im ersten Stream unser Skill-Level unter Beweis gestellt. Vernichtet. Und ein legendäres Meme erschaffen. Die Minenbienen. Aber das legendärste Meme ist immer noch Sailor Köln und der Gieseblutreiher. Das stimmt. Ohne Scheiß, da geht nichts drüber. Tom hat ein Piefen auf den Ohren. Chris, nicht immer alle Leute hier tot machen. Okay. Also bei dem, wo du gerade zermatscht bist, bin ich einfach unten schräg vorbei. Weil der immer gerade nach unten feuert. Ja, aber ich komme da manchmal nicht hin, wenn du da an der Seite bist. Ach so. Willst du mir jetzt sagen, ich bin im Weg? Ja. Das ist schlecht. Kawa und Isaac stehen sich gegenseitig im Weg. Und nur wegen dieser Frau. Das ist so, wie wenn die da versuchen, Leitern zu klettern und dann da steht, Partner braucht mehr Platz. Das ist echt so. Dieses Universum ist zu klein für zwei Personen. Ist so. Nee, Chris, du sollst nur... Ich sollte weniger reden, mehr fliegen. Du sollst nur die bösen Trolle und die Spammer tot machen, nicht meine Community. Gute Nacht, okay, Beagle. Schlaf schön, Beagle. Hab noch eine schöne Nacht, ruh dich gut aus. Wir sterben dann hier einfach weiter, okay? Ja, keine Sorge. Wenn du morgen aufstehst, sterben wir immer noch. Genau, ich fürchte auch. Ja, nice. Komm, den kriegen wir jetzt auch noch. Ja, bis der Asteroid jetzt wieder kommt. Ich weiß halt nicht, wie ich da dran vorbeifliegen soll. Rechts komme ich nicht vorbei und links ist der einzige Platz. Ich bin links oben jetzt vorbeigeflogen. Danke, Beagle. Wir sind sehr erfolgreich beim Sterben. Das kriegen wir hin. Genau, Dom. 24 Stunden der Space-Sterbe-Stream. Shinsan hat gesagt, wir wären ganz kurz vor Ende. So langsam, glaube ich, er hat geflunkert. Er hat was? Geflunkert. Aber warum sollte ein Shinny das tun? Weil offensichtlich da nicht das Ende da ist. Nein, warum? Oben. Oben. Ach, oben. Was ignoriere ich gekonnt? Ach, weniger geht. Ja, das ignoriere ich einfach. Warte. Kurz. Hä? Denk an den Timer. Welchen Timer denn? Ist doch schon vorbei. Ah, ja. Oh, das habe ich völlig übersehen. Sorry. Oh, warum macht ihr das Genie schon wieder? Wir müssen uns ein bisschen absprechen, Leute. Genie hat Mann. Schon wieder den Timer angemacht. Sorry, du, das habe ich komplett übersehen. Habe ich auch das nicht. Das ist mir völlig abhanden gekommen. Ja, ernsthaft. Ja, Katzen, dann kannst du wieder deine Unterhaltungsskills einlösen und ich schweige vor mich hin. Hä, wo bin ich?
Ach, ich bin der andere. Oh Mann, ey. Yes. Wir haben es fast. Oh, was? Okay. Haben wir hier jetzt Stase? Runter? Oh, okay. Oh, Gott sei Dank. Warum ist die Musik jetzt wie... Hallo, was hat mir denn jetzt wehgetan? Warum sind so viele Kisten, wenn doch die Wand hinter uns... Okay, Hauptsache wir müssen nicht mehr fliegen. Das ist okay. Warum ist hier überhaupt Strom noch? Wo auch immer wir gerade sind, wo soll das noch an Stromzufuhr angeschlossen sein? Ah, nee! Könnt mich mal, ich renne jetzt. Was wollt ihr machen? Wieder eine Tentakelwand, durch die ich nicht durchkomme? Ja, danke. Hat sie nicht gesagt. Ich treffe auch nichts mehr jetzt. Ich sterbe. Stummer Kenny, bitte helfen Sie mir. Stummer Kenny stirbt selber. Ah. Stummer Kenny ist tot und stumm. Trotzdem nicht cool, Genie. Hör auf mit dem Scheiß. So. Also, wir rennen nicht durch. Weil da kommt eine Tentakelwand, durch die wir nicht durchkommen. Nochmal drauf treten tut immer gut. Wer ein wilder Gegner. Geht weg! Ich will euch nicht! Ihr sollt einfach sterben. Nein! Nein, ich will nicht mehr! Wir haben gesagt, heute ist Finale. Das Kapitel heißt Ende. Ich will, dass das Ende kommt! Kein Bock mehr auf den Scheiß. Ich träume heute Nacht hiervon.
Und ich meine nicht, dass ich von gruseligen Gegnern träume, sondern einfach von dieser Scheiße, alles immer wieder machen zu müssen. Das ist wie wenn du in einem Traum nicht vorwärts laufen kannst. Yep. Ah. Na? Oh, ey, dieser beschissene Timer. Endlich. Oh Gott, ey. Baby. Ich will nicht mehr, ey. Kann es nicht endlich zu Ende sein? Ich würde lieber nochmal umziehen, als diese Scheiße zu machen. Gibt es irgendwelche Games, die man Multiplayer zocken kann mit ganz vielen flauschigen Katzen, wo man sich nicht aufregen muss? Das würde ich dann als gerne als nächstes machen. Nintendogs. Nintendogs hat einen Multiplayer? Keine Ahnung. Kann man dann zusammen Hunde streicheln? Das wäre doch toll. Mehr will ich auch gar nicht von dem Game. Tschüss, flieg halt weg. Mehr brauchen wir gar nicht, das reicht. Drückst du überhaupt... Ich habe gesehen, es gibt den Takes Two, das könnte ich mir auch vorstellen. Da bin ich leider schon verplant. Ach man. I'm so sorry. Dann mach mal Takes Three raus. It takes 10 people to win this game. Drittes Rad am Wagen, the game. Drittes Rad fehlt immer noch ein viertes, also ist gar nicht so schlimm. Also mach mal It Takes Four draus. Genau. Das ist dann der Bus-Simulator. Ha? Das ist dann der Bus-Simulator. Kommt Freddy Bus V. So, ich nehme jetzt hier den Zacken und ramme das dem Teil da rein. Hat nichts genützt. Nein! Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Nein, warum? 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 Also, wow. Einfach wow, krass. Oh, okay. Ist das dieser äquivalente Tausch von Professor Alchemist? Er stirbt, also stirbst du auch? Oh, jetzt stirb doch, du Drecksvieh, mein Gott, ey. Es kann mir doch keiner erzählen, dass diese Viecher eine fucking Granate aushalten, ey. Es war auch einfach gefährlich, dass wir dir Granaten in die Hand gegeben haben. Hä? Es war auch einfach gefährlich, dass wir dir Granaten in die Hand gegeben haben. Findest du? Ich finde das eigentlich ganz lustig. War davon abgesehen, dass mich dauerhaft selbst umbringen. Richtig. Und 5 Minuten zum Nachladen brauche. Aber wenn es klappt, ist geil. So, jetzt hier aber. Ab durch die Mitte. Was ist das? Okay, darauf. Ein Tunnel. Oder so. Tunnel. Was passiert? Ich will nicht mehr das. Na! Ich bin gefallen. Was ist das denn jetzt? Ich bin gefallen, aber ich weiß nicht worüber. Wir müssen hier lang. Ich glaube, ja. Daran könnte es gelegen haben. Nein! Wie so ein Fetter. Schon wieder so ein Säurekotzer. Und dann bleibt das nicht liegen. Ich will ein Safe Point. Wow! Ey, was hat mich denn jetzt umgehauen? Bitte? Da war doch kein Pickel oder sonst irgendwas. Bitte? Mach doch einfach, dass es aufhört, Katze. Warum gab's nach den Tentakeln keinen Safe Point? Keine Ahnung, aber es ist völlig behindert. Es tut mir leid, aber ich muss zuerst looten. Ich hab sonst keine Heilung. Ist das ätzend? Ist das ätzend? Komm, Schluss jetzt. Geh kaputt. Warum fliegt auch der Loot immer weg? Wo bist du denn? Hinter dir. Ich hänge hier schon beim Metall. Ja, ich weiß. Ich fange halt die Gegner ab, die bei dir durchrennen. Ah, okay. Gut, danke dir. Oh, ey, lass mich doch jetzt diesen scheiß Tentakel angreifen.
eigentlich schade, dass es das Studio nicht mehr gibt. Dann könnten wir den Schenk Scheiße Pakete schicken. Du kannst dich bedanken. Ich wollte gerade ausführen, es gibt doch diesen Online-Shop, wo du Leuten Elefantenkacke und sowas schicken kannst, ne? Ja, genau. Hätte ich direkt dahin interessiert. Ich würde auch selbst in die Kiste scheißen, weißt du was? Du bist doch so eine Machernatur, ne? Ist mir egal. Hauptsache, die kriegen so ein richtig stinkendes Paket. London Bridge is falling down. Willkommen zurück, Tessa. Maybe. Keine Sorge, Tessa, wir wurden auch gut gemobbt. Ich musste 10 Minuten schweigen. Warum ist die Musik so? Wir hatten noch keinen Checkpoint. Jetzt lad doch nach, Junge. Du, ich glaube, der ist tot gewesen. Oh nee, doch nicht. Ey, was killt mich denn hier jedes Mal? Wo kommt denn der One-Hit immer her? Kannst du mir das mal bitte erklären, Katze? Okay, Katzen hat schon aufgegeben. Die redet nicht mehr mit mir. Katzen will nicht mehr. Was? Katzen will nicht mehr. Ich auch nicht. Bin ich voll auf deiner Seite. Oh, Junge! Was ist das denn? Warum falle ich denn einfach auseinander? Moment. Moment. Ja. Katzen, warum? Weil mir danach war. Oh Mann, jetzt stirb doch, du Drecksvieh. Also so langsam werde ich salty, ganz ehrlich. So langsam erst? Ja. Ich bin sehr geduldig, aber langsam hört's auf. Fühl ich. Oh, guck mal hier eine Platine, damit du noch eine Waffe bauen kannst. Oh toll, das habe ich mir schon immer gewünscht. Die halten aber auch 100 Magazine aus, ey. Ohne Scheiß. Und es kommen immer mehr. Kann das manchmal sein, dass wir hier durchsprinten müssen und die unsichtbare Wall mich jedes Mal killt? Ja, ich glaube mich auch gerade. Bist du einfach auseinandergefallen? Ja. Ja, dann lag's daran. Aber ey, ganz ehrlich, man muss halt zwischendurch auch looten und die scheiß Gegner halten einen ja nun auch nicht freiwillig auf. Das Problem ist halt, du kriegst den Kentakel halt auch nicht down, solange die da rumhängen, ne? Ja, eben. Was? Es wird alles abgebrochen, Tessa? Oh, ey, dieses Hurensohn-Viech. Nein. Ey, du kannst dich ja nicht mal wehren, wenn der auf dich drauf geht. Können wir nicht einfach tot bleiben, dann geht die Welt halt unter. Ohne Scheiß, wen kümmert's denn noch? Ist doch wurscht jetzt. Auf so eine Welt habe ich eh keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Kann man noch Danke Merkel sagen? Ja. Ich meine, die Nachwirkungen der Periode, die sind immer noch da. Also Danke von daher. Merkel. Echt ey, alles Angies schuld. Und Angie hat die ganzen Necromorphs auch gebaut, so. Das kommt raus, wenn die CDU regiert. Das habt ihr jetzt davon. Wenn es so weitergeht, macht den Rage Quit. Ich sehe das wirklich kommen, ganz ehrlich. Ich sehe das kommen. Ich würde es verstehen. Geh mal ein bisschen von der Wall weg. Oh nein, ich sterbe.
Danke. Low. Waren wir soweit schon? Ja, ne? Ja. Mist. Ich brauche Heilung. Ich sprint jetzt hier einfach durch, scheiß drauf. Das geht nicht, die kommen gleich auf den Boden und stellen sich vor dich. Aber du hast es schon getriggert. Okay, ich komme. Was habe ich getriggert? Die Gegner, die aus dem Boden kommen, aber ich habe auch keine Heilung. Durchsprinten geht dir halt nicht. Wieso? Bei mir geht's doch auch. Ja, weil du sie triggerst und dann bleib ich aber an ihnen hängen. Ich weiß nicht, haben wir jetzt einen Save Point gemacht? Nein. Wir sind ja vorhin hier schon gestorben. Hier, kannst du einfach baiten. Das war keine Absicht. Sind wir bis zu der Werkbank gekommen? Ja, also gerade dahin, da ist kein Checkpoint. Ich weiß noch nicht warum. Oh, was ein Scheiße. Ach. Ich habe wirklich gehofft. Ich hätte jetzt was hingekriegt, aber offensichtlich ist das nicht so gewesen. Tut mir leid, dass ich dich jetzt abgeschmiert habe. Nein, alles gut. Ich wollte das halt auch schon machen, aber die springen halt einfach aus dem Boden. Deswegen kommst du am Anfang noch an denen vorbei, aber dann hocken wir da halt, die Hurensohne. Aber bei der Werkbank hinten, da ist mir keiner hinterhergekommen. Ach gut, die waren alle bei dir wahrscheinlich. Ja, eben. Oh ey, wie ich diese schnellen Schritte hatte. Ja. Erinnere mich an DVD, warum das denn, Chris? Gegner abschmieren. Ja. Wenn du gewusst hättest, was auf uns zukommt, hättest du das Game heute gestartet? Nein. Gar keinen Fall. Ich hätte einfach einen angenehmen Just-Chatting-Stream draus gemacht. Ja, wäre auch. Nein, ich sterbe. Still dying. Oh, er auch. Steh auf, steh auf. Nein. Zwei Schritte gemacht. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Warum spielen wir es eigentlich immer noch auf normal? Was? Warum spielen wir es eigentlich immer noch auf normal? Können wir on the fly ändern? Weiß ich nicht. Warte. Wahrscheinlich geht das nur im Anfangsmenü. Spieleinstellungen, Vibration, Zielen, Retro. Es gibt einen Retro-Modus. Was? Lieber nicht ausprobieren. Schwierigkeit? Lässig. Können wir das bitte tun? Bitte. Ich hab's schon. Danke. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ja, ich will nur, dass es fertig ist. Ja. Ja, ich will einfach nur hinter mich bringen und dann Ende. Geil, dass man das im Spiel umstellen kann. Finde ich aber okay. Ja. Alles, was uns jetzt hilft. Ist mir scheißegal. Wäre mir auch wirklich recht, wenn es einfach einen Modus ohne alles gäbe, also dass ihr nur noch durchlaufen muss. Ja, ich bin auch voll dafür. Guck mal, wie schnell die platzen. Nice. So der Modus Spaziergang, da bin ich jetzt dafür. Tag in der Kita. Genau. Wandertag im Kindergarten, das ist mein Schwierigkeitslevel. Fühl ich. Lad doch nach, Junge. Lad doch einfach nach. Okay, Spaziergang in der Kita so schlimm, dann nicht. Was? Danke, Sarah schreibt, dann hätte das der schwierigste Schwierigkeitsgrad sein sollen. Okay, also doch nicht Kindertag. Nein. Gibt's irgendwas, was wirklich definitiv gut ist und leicht? Welpenbox. Zum Spaß. Jetzt gerade Welpenboxen zum Spaß gesagt? Nein, die Welpenbox, wo einfach Welpen drin sind.
Ich wollte gerade sagen, ey, was ist denn mit dir los? Ich möchte jetzt Welpen schlagen, ey. Nein. Da hat mich die Wand wieder gekillt. Aber ey, ganz ehrlich, wie viel schneller sollst du denn noch hier durchkommen? Wir können natürlich bis zur Werkbank durchsprinten und dann die Viecher killen. Da haben wir uns ein bisschen Zeit gekauft, oder? Ja, wenn es jetzt auf leicht besser geht. Wie gesagt, das ging eben nicht. Du konntest durchsprinten, aber bei mir waren sie halt dann alle. Mittagsschlaf in der Krippe, das ist easy peasy. Wir können die Krippe natürlich auch weglassen und einfach nur Mittagsschlaf machen. Ich brauche Heilung. Mach mich schon mal am Tentakel zu schaffen. Ja, ja, ja. Oh, jetzt weich doch nicht mal aus. Geht mal ein Essenkopf wieder und ihr seid immer noch dabei. Was erwartest du denn? Du bist neu hier, oder? Scheinbar. Also er hat vorhin die erste nachgeschrieben, also er ist neu. Er ist unser unglaubliches Skill-Level einfach noch nicht gut. Ah, das kommt schon noch. Ich kann gerade nicht rennen, ich bin eingesäuert. Ich sag ja, hier ist nutzt nichts. Die spucken. Der Turtle hat sich eingesäuert. Ach Mensch. Nein, warum geht's bei mir noch weiter? Oh. Was, bei mir geht's weiter mit was? Hier im Spiel ging es bei mir gerade noch weiter, als du gestorben bist. Jetzt ist der Sound wieder zu laut, ich raste einfach aus. An diesem Spiel ist alles scheiße, ohne Scheiß. Ich will nicht mehr. Hör auf. Fühl ich. Schade, dass ich eine digitale Kopie habe, sonst würde ich es einfach durch den Häcksler jagen. Ja. Auch das fühle ich. Versuch mal von der Wand wegzugehen. Bisschen reinsprinten? Ja. Nice. So, Gi. Vielleicht ja dieses Mal. Bitte, bitte sag mir dieses Mal. Oh! Dich doch! Nice. Lauf, lauf, lauf. Oh. Willst du jetzt doch durchsprinten? Na, ich versuch mal zumindest die hier. Einfach nur ein Checkpoint. Aber ganz ehrlich, das ist mit den Safe Points auch unglaublich scheiße. Wie kann man die denn so. Nein! Oh! Mann! Oh, es gibt wirklich gar keinen Checkpoint hier. Das gibt's nicht. Ey, wer hat denn das Level Design? Das ist doch die letzte Kotze. Viel Spaß beim Lurken, Tessa. Weißt du, kann man bei so einem Scheiß-Level nicht einfach mal noch ein Safe-Port dazwischen machen? Echt?
Wenigstens nach dem scheiß Tentakel einfach. Oder wenigstens an der Werkbank. Ja. Ich glaube, dahinter muss einer kommen. Ihr müsst durchlaufen, sonst tut. Ja, hat ja auch nicht geholfen. Willkommen zurück im Spiel. Das haben wir schon durch. Mehrfach. Aber das Durchlaufen bringt dir halt nichts, wenn du an so einem Part wie hier einfach wieder verreckst. Ja, und dann die Säuregegner kommen. Ja, dann nicht dann halt und ist auch wieder Ende. Der erste kann halt durchlaufen kommen und der zweite halt nicht, da bleiben sie dann alle hängen. Ja, schon lieg ich. Ach komm, Isaac, stirb doch einfach. Leidende Turtle Noises. Fühl ich. Wenn er dann den Bot aussetzt, was denn für ein Bot? Ja, den Bot? Ach, den Sucherbot, ja, ich habe aus Versehen den Sucherbot angewählt. Und das dauert halt immer 20 Minuten, ja, bis der fertig ist. Passiert. Zum Glück kann man sich wenigstens nicht gegenseitig stasen. Ich finde es auch sehr gut, dass von meinem Granatwerfer nicht kaputt gehst. Ich habe keine Heilung mehr. Das ist schlecht. So, der Tackle down. Nice. Und hier sollen wir durchrennen? Das würde nichts. Nein, das haben wir ja schon versucht. Das nützt einfach nichts. Und die spucken halt Säure. Der war schon tot, huh? Jetzt vielleicht rennen? Wir können es versuchen. Mussten wir einfach beide hier reinlaufen, oder was? Scheinbar, weil vorhin war ich ja hier. Ja, ich war also auch schon hier. Ich bin bis hier hinten rein und ja, ja. Ich war hier. Keiner. Hier das Blutmond stand bei mir sogar auch schon und ich hatte keinen Checkpoint. Oh mein Gott. Ich könnte jetzt einen Schnaps gebrauchen, ey. Das ist doch frech. Bisher hat es auch immer so gegolten, dass wenn einer den Checkpoint erreicht hat, dass der Checkpoint gespeichert wurde. Ja eben, an den Wänden hast du mich auch mal durchgecarried. Sieh mir jetzt einen anderen Anzug an, ich habe mich eingekackert. Aber das schmiert gut. Das ist vielleicht genau das Problem. Ach, gut, zu gut geschmiert, ja? Ja, ich glaube schon. Stellt Kenny eine Flasche Sake hin. Danke, Chris, danke. Nein, das ging auch zwischendurch schon mal. Das ging nur hier jetzt zum ersten Mal nicht. Aber zum Glück ging es an den Wänden überhaupt. Wie konnte ich denn jetzt hier Sachen nochmal verbessern? Platine. Glaubst du, wir brauchen noch mal Luft? Wie Luft? Luftcontainer? Ja, du kannst ja Luft in deinem Anzug auch aufbessern. Also wenigstens einmal vielleicht, aber würde ich jetzt nicht die Prio setzen, wenn du schon gut aufgestellt bist. Okay,
Niki, ich habe verdammt viele Upgrade-Platinen. Die kann ich jetzt hier einfach mal hinschmeißen. Ich glaube, ich baue mir genau wieder so ein Blödsinn wie letztes Mal. Das lieber mit dem Waffe gestalten, das haben wir schon durch. Und Katzen hat sich einmal eine Waffe gemacht, die eigentlich komplett sinnlos war. Die hat einfach keinen Schaden gemacht. Nun vor dem Ende hau Platin mit Schaden rein. Habe ich ja. Und noch ein bisschen mehr Nachladegeschwindigkeit, weil der Granatwerfer so unglaublich langsam ist. Hab ich jetzt auch. So, Erweiterung. Wo konnte man das jetzt den gerade mal machen? Erweiterung, untere Erweiterung. Ach, hier. So. Hier gehe ich jetzt mal einfach auf volle Granate Schaden. Schaden und nochmal Schaden. Aber ganz ehrlich, das mit den Upgrade-Platinen finde ich kacke. Also da fand ich im ersten und zweiten Teil das mit den Energieknoten deutlich besser. Ja, finde ich auch. Vor allem dieses Crafting von Waffen hätte ich auch nicht wirklich gebraucht. Nee, gar nicht. Weil wenn du so Blödsinn bauen kannst. Springst du schon wieder im Kreis? Ich höre die ganze Zeit so, ah, Geräusche. Nee, ich habe versucht, eine garstige Kiste kaputt zu machen. Ah, garstige kleine Kiste. Oh, echt so. So. Ist hier noch irgendwo, warte, irgendwie könnte man doch aufs Invi zugreifen. Ich hab da halt gar nichts drin. Ich hatte noch in dem Lager hatte ich einige Sachen. Unter anderem Waffen und ich will jetzt diesen Surabot mal rausschmeißen. Den brauche ich jetzt ohnehin nicht mehr. Immer diese Vergriffen. Was? Vergriffen? Ist Vergriffen Wort? Bestimmt. Safe. Was habe ich hier denn noch Schönes? Die Sondenwaffe, die wäre doch jetzt gut, oder? Ich weiß nicht mehr, was die macht. Sondenschießen. Nicht mehr und nicht weniger. Okay. Machen die mächtiges Badaboom? Nein. Dann nicht. Die macht Sonden. Damit kann man den Scholz machen und sondieren. Ah, okay. Eventuell gerade fehl am Platz. Ich glaube, dahinter ist der Endboss-Fight. Ich habe Angst. Deswegen bin ich jetzt hier gerade wirklich noch dabei, alles reinzuhauen, was geht. I'm so scared. Pick me up, I'm scared. Und ich habe Hunger. Hattest du nicht schon gegessen? Ja, ich habe doch vorhin gesagt, ich habe aber nicht so viel gegessen. Jetzt hätte ich gern noch den Rest. Ah. Ich habe vorhin heute Mittag noch was Nices. Was denn? Haferflockenbuletten. Oh. Beziehungsweise Haferflocken-Käsebuletten. Nice. Und Kartoffelbrei und lecker braune vegane Soße. Oh, mega. Ich will nur den Kartoffelbrei und die Soße. Das andere ist auch geil, aber das ist schon geil. Gell? Ja, finde ich auch. Fand ich am Anfang auch immer, wenn man mal die Arena geht und Waffen baut, alles probiert, ist ja schon mega, was andere Platinen ausmacht. Ja, Arena, das ist das Letzte, was ich mir machen würde. Ah, oh, Kubisa hat uns wieder Rahmen gemacht. Mit den kleinen Pilzen. Oh. Ja, aber bitte bei mir ohne Pilze. Oh, schade. Ich finde die Inokis nicht so. Denk an deine Bowl. Ah. Ja, die Bowl steht im Kühlschrank, aber da komme ich jetzt nicht dran. Sie ist so nah und doch so fern. Oh. Ich habe jetzt einen pinken Kühlschrank. Echt? Hm. So ein Retro-Kühlschrank? Ja. Geil. Ich finde die so hübsch. Habe ich mir einfach mal gegönnt. Du hast actually geblutet, als ich das gemacht habe. Oh nein, es war der Plasma-Cutter. Ich dachte, ich hab. Ach Mann, ich hör auf rumzuspielen. Er hat geblutet? Ach, vergiss es. Verstümmelst du mich hier? Nein. Ey, ich hatte so dermaßen viele Ressourcen, dass ich hier einfach. Und noch dazu habe ich im gesamten Game nicht einmal Upgrades gemacht.
Ich habe mich jetzt hier gerade erstmal ein bisschen hochgelevelt. Was? Das hätte ich vielleicht mal früher machen sollen. Ah, ich beschwere mich nicht. Ich denke nur an den Plasma-Cutter, der keinen Schaden mehr gemacht hat. Aber er war hübsch. So, wollen wir da wirklich durch? Nicht jetzt verschießen. Ich drück jetzt. Warte, ey, wir wollen da nicht durch. Der Endgegner ist einfach ein niemals endender Steilhangaufstieg. Oh. Das würde bei uns beiden halt wirklich als Endgegner vollkommen ausreichen. Das, die letzten 4 Streams waren Endgegner. Das gesamte Spiel ist ein Endgegner für uns einfach. Ja. Oh nö. Oh, nicht schon wieder. Ja. Nicht schon wieder eine Mean Bean Sequenz. Voll Kanne in die Fresse. Warum? Ich hasse Dead Space. Ja. Sag mal, sind wir beiden masochistisch veranlagt? Ich kann mir gerade nicht mehr erklären, warum uns dieser Folter aussetzt. Warum müssen wir uns jetzt auch immer diese Sequenz angucken? Warum blutet Isaac auf einmal aus dem Auge? Genau, Mean Bean. Weil er da mal mit einer Nadel reingestopft wurde. Ja, bei mir auch. Was, du blutest auch? Nein, bei mir wurde er auch mit der Nadel gestochen. Ach so. Oh, war das knapp! Alter! Schleim. Oh Gott, man weiß doch nicht, wo lang. Ey, mach doch sowas nicht bei meiner Reaktionszeit. Das sind doch echt so Sequenzen, die musst du am besten wirklich auswendig wissen, finde ich. Echt so? Oh nein. Oh, da kann man nicht einfach durchfliegen, oder? Ey, bei dem Vieh weiß ich nicht mal, was oben und unten ist hier. Ich wollte gerade sagen, fliegen wir jetzt in den Anus? Ja, gut, wir wurden ja schon mal verdaut von so einem Riesenvieh, ne? Oh, das hat die Augen. Vor allem sehen die Augen aus wie Sauron. Hm. Mein Schatz. So sieht es also aus, wenn ein Lurch, ein halbtoter Frosch und Sauron Kinder kriegen. Ja, Isaac, ich bin mir nicht so sicher. Warte, ich muss nochmal leiser machen. Die Mucke ist schon wieder so krank. Du musst das Ingame leiser machen. Mache ich ja die ganze Zeit. Okay. Bei Windows speichert das bei mir ja auch nie. Aber es war schon wieder auf 30, obwohl ich runtergedreht habe. Das ist so geil. Liebe das. Wenn wir das Ding killen, dafür reicht nicht mal die Munition der gesamten Welt. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Um uns herum fliegen Marker. Wir können diese TK-Platte nehmen und sie als Waffe werfen. Was denn für eine TK-Platte? Tiefkühlplatte? Schmeiß. Oh, ich nice. Habe den Marker ins Auge geschossen. Richtig nice. Ey, ich hätte viel früher mal upgraden sollen. Die machen ja auf einmal Schaden, ey. Krasser Scheiß. Und wir kriegen actually Heilung. Das ist auch ganz neu. Na komm. Ich komme nicht an den Marker, der ist right weg. Komm, put. Komm, kleiner Marker. Oh. Alter. Wo ist denn das Auge? Wo ist hier das grüne Ding? Ich versuch mal das grüne, ja. Der Marker ist schon wieder weg. Da ist er. Sieht einfach aus wie ein riesiges Bärtierchen. Ich erkenne da gar nichts. Bärtierchen sind doch voll süß. Das stimmt doch gar nicht. Naja, ich sag mal, wenn du so ein bisschen kleiner als ein Bärtierchen bist und da drunter guckst, ist das, glaube ich, nicht mehr so niedlich. Doch, das ist niedlich. So, jetzt aber rein in das Sauron-Auge. Nice. Kleiner Marker. Nein, Tom. Ich sehe kein Auge mehr. Deine Tipps sind total lieb, aber glaub uns,
wir haben das alles schon durch. In den Windows-Einstellungen speichert er das nicht, wenn du es da änderst. Es geht wirklich nur in-game. Er macht das. Beziehungsweise bei mir endet er die Lautstärke dann teilweise einfach von selber wieder nach oben. Ja, genau. Das, we tried everything. Shinny, ein Tardigard wäre mir jetzt echt lieber als das Vieh. Ich schieß doch! Ich schieß doch, Kava! Könnt ihr dir jetzt nochmal sein Auge zeigen? Das wäre sehr praktisch. Ich möchte das langsam zu Ende bringen. Oh, ich hab ihn. Ich will gar nicht. Wo ist das Auge? Sicher, ich hab ihn. Oh, jetzt hast du ihn. Oder haben wir beide? Du hast ihn weggenommen. Du willst den Sieg. Gib's doch zu, du willst all den Ruhm und die Frauen. Naja, ich bin halt Isaac, ne? Du bist halt der Hauptcharakter, ich versteh schon. Ich will die Plan- könnte nicht in Abrede stellen, ohne dich wäre ich nicht hier. Das ist gut. Da würde ich immer noch an der scheiße Wand rumhängen. Wenn die Frauen Ellie bedeuten, dann kann Isaac sie gerne haben. Nee, die will ich nicht haben. Die ist eingesauert. Einen Marker. Dann markiere da ist das Auge. Das Auge. Nice! Und das war jetzt alles? Bitte. Was auch immer ist da gerade ist, keine Ahnung. Plutonium. Nom. Oh ja. Entwickelt sich jetzt weiter? Phase 2. Der Codex ist darin. Ich kann's nicht erreichen. Warten Sie. Ich lass dich fressen. Die TK-Platte und versuche es rüberzuziehen. Beeilen Sie sich, bevor sich das Ding erholt hat. Ja, zieh's raus. Ja, oh, raus mit die Viecher. Ah, nice. Das riecht befriedigend jetzt. Zieh's raus. Ah. Komm, spuck's aus. Nice. Bleib brav, spuck's aus. Lecker. Ich bin da ein bisschen eingeblutet. Hast du dich eintintet? Nie einblutet. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Hallo. Du hast den ganzen Spaß verpasst. Oh nein. Sollen wir jetzt da hochspringen? Danke, Bro. Bitte, Bro. Hashtag no homo. Bist du der Samwise von uns? Ja, definitiv. Aber Isaac heult nicht so viel wie Frodo. Das stimmt. Dafür hat die Erde wieder eine Zukunft. Immerhin sterben wir zusammen. Das ist okay. Hä, wir leben noch. Kava war kurz so grün. Oh, Kava. Okay, jetzt aber nicht mehr. Oh nein, nicht fliegen. Nicht wieder eine Flugsequenz. Stirb doch bitte jetzt einfach endlich. Stirb einfach, Isaac. Lass los. Lass jetzt gut sein. Ach. Lebt doch immer noch. Ja. Ja. Lecker Happa Happa. Ich dachte, wir hätten das Vieh jetzt gekillt. Ja, ich weiß noch nicht. Sind wir jetzt völlig für den Arsch gestorben? Dieser Streifen ist in die Haut eingesetzt. Ich dachte, der wäre nur im Anzug. Isaac, bist du da? Komm mal. Isaac, du bist tot, nicht? Das Markersignal.
auch weg. Isaac, du hast es geschafft. Du hast es tatsächlich geschafft. Koordinaten der Erde bestätigt. Schockantrieb aktiviert. Bin bereit. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen arschig, dass die Olle von allen überlebt und wir ja. zwei tot sind. Ja, und Scheiß. Sehr unbefriedigend. Oh mein Gott. Es ist vorbei. Endlich, ey, endlich. Ich hab so keinen Bock mehr auf dieses Game. Das wird sofort deinstalliert. Ohne Scheiß. Ich deinstalliere auch direkt Origin mit. Und es wird nie wieder installiert. Nie wieder. Nein. Es wird kein EA-Spiel mehr geben. Absolut nicht. Never. Ja, Leute. War doch ganz einfach. Easy, also. Oh. Alles First Try geschafft, ne? Ja. Das war ein Ponyhof. Es war ein Ponyhof, trotzdem ist mir noch Weinen zumute. Oh. So, ey, kann ich den scheiß Abspann jetzt überspringen? Ich möchte das nicht mehr sehen, ich will einfach nur noch raus aus dem Spiel. Enter, Leertaste. Ey, zwingt uns das Game jetzt wirklich das auch noch zu sehen? Erstens sollte man den Abspann von S-Base immer bis zum Ende ansehen. Zweitens, das DLC ist cool. Nein, das DLC wird nicht mehr gespielt. Schluss, jetzt Ende. Nein. Punkt. Nein. Es wird auf diesem Channel kein Dead Space 3 mehr geben. In keinster Weise. Ich meine, 1 und 2 waren ja auch happig, stellenweise. Aber die waren nie so nervig wie Dead Space 3. Tom, das ist mir egal, ob ich was verpasse. Das ist mir jetzt völlig wurscht. Spiel's selber, Tom. Spiel's einfach. Er hat's ja schon gespielt. Ja, spiel's nochmal. Wir wollen nicht mehr. Wir haben genug gelitten. Ohne Scheiß. Oh Gott. Boah, ey. Dead Space 3 ist so gemütlich. Tom, das ist Mobbing, was du hier betreibst. Ja, das ich finde das, find das auch nicht gut. Wäre ich noch Mod, würde ich dich bannen. Nein. Auch nicht, wenn ich trinke. Sorry. Ah, mein Gott. Oh, ihr fragt, ja, das ist mein Äquivalent zu Katzens übergroßer Kaffeetasse. Zeig nochmal. Flüssigkeit. Was? Zeig nochmal, ich bin's hier. Oh Gott, ja. Was ist das? Ein Einmachglas? Das ist eine 1,5 Liter Trinkflasche. Und die Flüssigkeit da drin sieht zwar aus wie Urin, ist aber Eistee, selbstgemacht. Das würde ich jetzt auch sagen an deiner Stelle. Also 1,5 Liter Algenurin, das ist glaube ich nicht so gut. Nee. Nächste, Chris versteht uns. Danke, Chris. Danke. Hä, ja, auch schau bei mir rein, wenn ich online bin, was da alles geht. Verstehe ich nicht. Wir sollen bei ihm gucken, wie man es richtig spielt. War das schon wieder subtile Werbung? Ja, was? War ich nicht okay, Tom. Was für falsche Gedanken, Kurisu. Ach so. Ist das mit dem Eigenurin? Nein, er hat das Schwert da. Schwert? Was für Schwert? Das Mod-Schwert. Ah! Das kenne ich nicht, ich kenne bloß den Bannhammer. Ach so, ja, ich meine, ich habe nur sein Icon da gerade gesehen. Tom, das war nur ein Scherz, alles gut. Ach, coole Flasche, danke dir. Die hat mir auch sehr treue Dienste bisher geleistet. Und da ich verdammt viel trinke, in jeder Hinsicht, nee. Aber ich trinke sehr viel, deswegen habe ich mir gleich eine 1,5 Liter Flasche geholt. Ja. Und das war halt wirklich aus Glas das Einzige, was du bei Amazon gekriegt hast. Aber aus Glas ist doch auch geil, eigentlich. Eben. Kannst du im Geschirrspüler hauen, wird immer schön sauber. Ja, und kein Mikroplastik. Oh Gott. Und ist auch schön hitzestabil. Nice. Ja, stimmt, kann in die Spülmaschine. Und vor allem sieht's cool aus. Das stimmt, ja.
Lars Beste einfach. Ich möchte diesen Abspann überspringen. Ich auch. Ihr braucht doch alle. Wir haben uns was? Diese Leute da brauchen auch alle einfach gar nicht stolz auf sich sein. Nee. Die sollten alle wegen Verbrechen gegen Streamer angeklagt werden. Übrigens, wir haben unser Versprechen ziemlich eingelöst eigentlich. Haben wir? Welches? Also wir haben ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde Content auf knapp 3 Stunden gezogen. Guck mal, digital Iris. Sehr gut. Ja, ist doch. Was? Es lief doch aber fast immer so, oder nicht? Ja, irgendwie schon. Escape, dann speichern und schließen. Danke für den Tipp. Warte, speichern. Speichern und beenden. So, alle Spielmodi wurden im Hauptmenü freigeschaltet. Dead Space Legendenanzug ab sofort, blablabla, Anzugstation, 3L-Platin-Set, ist mir alles egal. Wir wollen das alles nicht haben. Kannst du so, behalten, EA. Kannst du alles behalten, ich will den Scheiß nicht. Ach. Möchte das Spiel verlassen, aber sowas von möchte ich das. So, kurze Desktop-Reveal. So, Katzen, wir haben es hinter uns geschafft. Gott sei Dank. Okay, nun habt ihr verpasst das. Was habt ihr verpasst das? Soll ich was sagen, was kam? Nee, also nichts gegen dich, Tom, aber es ist mir wurscht. Es ist uns echt ziemlich einfach, egal. Es ist wirklich, ich will nicht mehr. Ich bin auch schon am Deinstallieren gerade. Nägel mit Köpfen. Ja, ich lasse mich da jetzt gar nicht groß auf irgendwas ein, das wird runtergeschmissen. Ich verstehe das, ja. Es hat mir so leid gebracht. Viel Leid und Tränen. Aber auch so. Sailor Köln und den Käsebrot-Dreier. Nee, Sailor Köln nicht. Das war Kotlet und das auch im vor dem Stream. Just Chatting. Ach, Just da Chatting. Hat Dead Space nichts mehr zu tun. Na gut. Aber der Käsebrot-Dreier. Genau, der ja. Oh Mann. Okay, so, wo ist Origin? Hier, weg damit. Den installierst du wirklich gleich. Ja, ich bin schon dabei. Ah, nein. Willst du Origin? Ja, frag nicht so blöd, weg damit. Boah, ich bin so froh, dass wir das jetzt hinter uns haben. Oh, nicht nur du. Jetzt steht aber die ganz große Frage am Raum. Was daddeln wir denn als nächstes? Weil ich fand die Kooperation mit dir ja, ich hab unglaublich das, toll. Ich habe das auch schon oft gesagt, das Zusammenspielen ist geil, aber ein anderes Spiel. Absolut. Irgendwas, was weniger anspruchsvoll ist und ja. Ich muss gestehen, ich bin die nächsten 2 Wochen eh erstmal raus. Aber wir können uns ja währenddessen Gedanken machen, ob wir ein Spiel finden, ob dass wir Bock und Zeit haben. Absolut. Falls von euch in der Community irgendjemand ein gutes Game hat, was man zusammenspielen kann und was nicht Dead Space oder auf dem Niveau von Dead Space ist, Golf with Your Friends. Wir möchten jetzt was ganz Chilliges, bitte. Tom, It Takes Two habe ich vorhin schon in den Ring geschmissen, das hat spielt Katzen aber schon mit jemand anderem. Yes. I'm sorry. Lass mich raten, Beagle. Nein. Nicht? Okay. Nein. Das wäre jetzt so mein Wild Guess gewesen. Beagle hat jetzt quasi ein halbes Jahr lang mit mir Koop. Jetzt muss sie zwischendurch mal kurz Platz machen. Beziehungsweise sie muss erstmal ihre Nerven wieder auf die Reihe ja, kriegen. Das wahrscheinlich, sowieso. Ja, das sowieso. Golf with Your Friends ist mega chillig. Das wurde mir tatsächlich auch schon mehrfach empfohlen. Wo ist das? Ist das auf Steam? Ich denke mal, oder? Ich guck mir das mal. Bin mal weg ab ins Game. Okay, danke fürs Dasein, Tom. Viel Spaß. Und viel Spaß im Game. Denk an uns. Und bitte positiv. So. Katzen hat das auch. Ich kenne Golf It. Warte, dann muss ich doch gleich mal bei Steam gucken. Katzen hat das auch. Ist das ein gratis Game, wenn du das auch hast, ohne es zu wissen? Ey, heute sind auch verdammt viele Leute zum Raiden da. Ja, ich hab das Spiel auch, wie ich gerade sehe. Obwohl Mittwoch ist. Ehrlich, sind so viele online? Mhm. Was haben wir denn zur Auswahl? Ey, ganz, ganz viel. Elden Ring, Chaos of Deponia, Amnesia, Valorant, Hollow Knight und Artstream von meiner Namensvetterin. Die kennen wir natürlich wahrscheinlich, weil sie noch so frisch ist, alle gar nicht. Oder? Nee. Denke ich nicht, nee.
Also wenn Artstream ist, kann ich mir vorstellen, die hat gestern, wo ich drin war, Emotes für Leute gemalt. Also könnte sein, dass sie das auch gerade macht, aber keine Ahnung. Ansonsten hätte ich gesagt, ist Amnesia auch geil. Das spielte Lüfi sogar. Die kennen wir alle. Also ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber alle, die bei mir regelmäßig sind, kennen sie, weil sie auch öfters im Chat ist. Der Name sagt mir auf jeden Fall auch was. Die Lüfinia. Tessa ist für Art. Chris ist für Amnesia. Ist aber Amnesia Rebirth, also das ganz Neue, ne? Ach so, das fand ich am schlechtesten von allen. Aber ihr dürft aussuchen. Ich habe das angespielt und bin dann in irgendeiner Ecke stuck gewesen und habe es dann irgendwie auch nie weitergemacht. Weil es mich auch nicht so vom Hocker geholt hat, dass ich gesagt hätte, muss ich jetzt weitermachen. Goofy für Fans kannst du sogar mit der Comp spielen und eventuell sogar Turniere machen. Okay. Cool. Leute, mal eine Frage, was ich gerade so auf der Dings auf der Stadtseite sehe. Ich habe als Kind unglaublich viel Dune 2000 gespielt. Das ist so ein Echtzeit-Strategie-Ding à la Command & Conquer. Wärt ihr für sowas prinzipiell zu haben? Weil ich bin momentan sehr im Überlegen, ob ich es mir hole oder nicht. Weil, ich sag mal, wenn das keine Sau sehen will, brauche ich es mir nicht kaufen. Oder beziehungsweise brauche ich es nicht streamen, dann kann ich es auch privat einfach spielen. Nur mal so in den Raum gestellt. So, Golf with your friends. 15 Euro ist ja voll okay. Und da muss man einfach nur Golf spielen? Ich habe es noch nie gespielt. Aber du hast es doch. Ja, aber ich habe es noch nicht mal installiert. Würde mich bei dir interessieren. Chris, also dich erwartet das übliche Gameplay von mir. Ich krieg das gut hin, aber ich bin halt verballert wie Sau und muss manche Kampagnen dann halt 10-mal machen. Aber genau das wollen wir doch sehen. Ich kann das nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Warum wollt ihr sowas sehen? Weil es uns unterhält. Ah, okay. Das ist Minigolf. Mit coolen Bahnen und viel Verzweiflung. Ich dachte, du willst mir das Game schmackhaft machen. Dune, ich mag die Filme, die Bücher, also klar würde ich auch. Oh, cool. Würde mich auch interessieren. Gut, also hau ich das mal auf die Liste. Weil die Dune-Filme fand ich auch total toll. Vor allem jetzt die Neuverfilmung, die war mega geil. Weiß nicht, ob du die auch gesehen hast, Katzen. Steht mir jetzt noch bevor. Ich will ja immer noch die ganze Zeit das fette Buch zuerst lesen. Habe ich natürlich immer noch nicht geschafft. Ich habe mir kurz nach dem Film diese Dreierbuchedition geholt. Ich habe noch nicht mal angefangen. Ja, das ist echt so viel. Ich komme seit Stream aber auch wirklich nicht mehr groß zum Lesen, Ja, weil ich habe Lesen auch halt auch so ein ich. Haufen Zeit frisst, ne? Ja, ich habe auch wirklich lange nicht mehr gelesen. Ich muss mal wieder ganz dringend. Alex interessiert's auch. Ja gut, also ist das mit Dune gebongt, würde ich sagen. Und Go with your friends hau ich dann auch gleich mal drauf. Ja, nicht schlecht. Siehst du, was mir gerade einfällt, Katzen, spielst du Among Us? Ja. Sehr schön, sehr Habe schön, ich sehr schön. dir das nicht sogar gekauft? Ich habe Das gesehen, du könnte hast das sein, gespielt ja. in letzter Zeit. Ich meine, ich habe dir das aber noch letztes Jahr. Das ist schon ewig her, ja. Ja. Aber ich habe es lange nicht mehr gespielt, aber als ich es gespielt habe, fand ich es sehr cool. Ja, ich habe das bei Playtulu letztens mal mitgespielt in der Community und habe mir so überlegt, ey, das könnte man hier in der Community auch mal spielen. Und Oh, da hätte ich bestimmt, gleich mal ja. gefragt, ob du da Ja, auch Bock hast. Shinny hat auch definitiv. Bock. Definitiv. Ja, nice. Dann würde ich nächste Woche mal irgendwie versuchen. Ach nee, jetzt geht's ja bei dir 2 Wochen nicht, ne? Ja, genau. 2 Wochen bin ich raus, danach bin ich für alles bereit. Dann würde ich sagen, sprechen wir uns dann mal ab, auch mit Shinny. Und dann können wir ja Gerne. mal einen Community-Stream machen. Ja, klingt super. Richtig gut. So, Among Us, ich denke mal, bei Gardic Phone wärt ihr auch bei, oder? Ja, auf jeden Fall. Geil, geil, ich liebe Gardic Phone. Wenn es unter die Gürtellinie gehen darf, sehr gerne. Ja, ich verstehe die Frage nicht. Okay, gut. Shinny wäre auch dabei, Chris wäre auch dabei. Geil, da haben wir ja eigentlich schon ein paar Leute, ne? Ah, mega, da freue ich mich jetzt schon voll drauf. Oh, nicht nur du. Dann sag am besten Bescheid, ab wann du wieder Zeit hast und dann regeln wir das und dann holen wir Shinny auch gleich mit ins Boot. Sehr gern. Ich nehme ca. 100 Euro pro Stream. Ja, Okay, also ohne Genie. ohne Genie. Aber Kuriso wollte ja mit, ne? Ah, Chris wollte mitmachen, genau. Ja, wunderbar.
schau dann zu, ich hab's nicht, also Among Us, aber Gothic Phone würde ich mitmachen. Ja, dann Isar, dann würde ich sagen, wir können ja mit Gothic Phone anfangen und dann auf Among Us wechseln oder umgedreht. Genau. Und dann irgendwann noch Golf with Your Friends, wenn da auch ein paar Leute dabei sind. Ach, perfekt. Du, ich glaube, das wird ein richtig toller Tag. Ja, freue ich mich auch schon richtig. Nice. Nice, nice. Und bis dahin haben wir vielleicht sogar ausklamüsert, was wir als nächstes zusammendaddeln. Jawohl. Machen wir. Nice. Freut mich, dass du da immer noch Bock hast. Nach ja, ja. Alles Hauptsache nicht jetzt. Nennen wir es mal Spiel. Ja. Ich würde es als Tod und Verzweiflung. Oder Folter. Persönliche Hölle würde auch passen. Folter. Genau, Folter. Muss ich mir holen, dann mache ich bei Golf with Your Friends dabei. Dann mache ich bei Golf with Your Friends dabei. Chris, du bist also auch so einer, der sich mit einem Satz anders überlegt. Ich kenne das auch. So. Dann, ich weiß nicht, möchtest du noch was bereden oder loswerden? Oder, Ich will ins Bett. Dann würde ich jetzt nämlich rüber zu Luffy reden. Wie gesagt, die spielt Among Us. Quatsch, Among Us, Amnesia. Okay. So. Außer ihr wollt zu Jackie mit Valorant. Bett klingt gut. So, gut, okay. Dann machen wir das so. Dann schmeiße ich euch zu Luffy rüber. Es war mir... Wie drücke ich das jetzt aus? Ja. Also das Spiel war reinste Folter. Es war zum Kotzen, ich hab's gehasst. Ja. Aber dass ihr alle da wart und du auch, Katzen, das hat mich toll, mega gefreut. Ich bin gerne mit dir online unterwegs. Ja, ich auch. Der Abend war trotzdem gut. Schön, das Spiel war scheiße. Genau. Dann schmeiße ich den Wait im Hintergrund schon mal an. Schlaft schön, alle Mann. Morgen geht's an derselben Stelle weiter mit Pokémon Gold. Nice. Vorausgesetzt, die Technik fällt mir nicht wieder in den Rücken. Ich drück die Daumen. Danke dir. So, ich finde das immer weird, dass manche Streamer einem einfach beim Raid in der Liste nicht angezeigt werden. Ich glaube, man kann das ausstellen, ob man geradet werden will oder nicht. Sie kann geradet werden, aber sie steht einfach nicht in der Liste. Ich muss es dann händisch eingeben. Okay. Das ist ein bisschen weird. So, dann schlaft alle schön. Bis morgen eventuell. Und vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Und vor allem auch an dich, Katze, dass du so lange mit uns ausgehalten hast. Immer gern. So, und damit schmeiße ich den Wait an. Und verpiss mich in die Endstadt. Oh, wo ist sie denn? Da ist sie. Tschüssi.